Ja, wunderschönen guten Tag hier bei den Baufrohm 24 News. Wir sind mal wieder live für euch. Ja. Und Insta läuft auch gerade mit. Aber Insta seht ihr mich eher so von unten. Mhm. Aber egal. Heute geht es um das Thema des Jahres. Werkzeuggeschichte muss neu geschrieben werden. Wir haben nämlich tatsächlich unseren Akkuschrauberhalter und Akkuhalterung. Wo ist eigentlich das Finale? Das Finale steht das hier. Das finale Gerät, genau. Ja. Geht auch zum Bodybuilding, weil das Ding ist aus 5 mm VA, hat viele Funktionen, gilt für viele Fabrikate und hat die Möglichkeit, dass man es einfach sehr dezent an die Wand schrauben kann, aber auch in eine Keilleiste. Genau. Also hier zum Beispiel, jetzt haben wir hier nichts frei, aber man sieht es da hinten vielleicht. Da. Ja. Also wenn du eine French Cleat hast, kannst du es einfach so einhängen. Das habe ich mir dabei gedacht. Dann, wir kommen da gleich zu. Ja. Es gibt heute, ich glaube, 15 Gewinner. Ja. Dann haben wir noch als Last Minute auf das Video von gestern von HBM Machines, da haben die ja einen 500-Euro-Gutschein rausgehauen. Und Leute, glaubt mir, das ist dann wirklich so. Es ist zwar eine Kooperation, aber ich sag dann, nee, Leute, überlegt noch mal, was ihr noch spendiert. Und dann kommen die tatsächlich oft an und sagen, ja, hier so 3x50 €. Ja. Und dann sage ich, nee, machen wir nicht. Wenn, dann muss das knallen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann mach einen 500-Euro-Gutschein. Den könnt ihr quasi in dem Video von gestern. Vielleicht kann Marco das gerade noch mal einblenden. Und dann kam heute Morgen eine Mail. Sie hätten das Video so toll gefunden und sie würden anbieten, dass sie noch einen 500-Euro-Gutschein spendieren. Und übrigens, jemand hatte nachgefragt, ich laufe da ja echt wie ein Bekloppter mit den beiden Einkaufswägen da rum. Und da hat jemand gefragt, ja, wie viel hat jetzt der ganze Wagen gekostet? Und tatsächlich waren das knapp 500 €. Ja. Und das ist eine Menge geworden. Und viele von euch haben ja echt auch geschrieben, ich muss da mal hin. Ich muss da auch hin. Jetzt muss ich da auch hin, ja. Ich habe gedacht, als ich da reinkam, ich mache das dann in der Regel so bei solchen Drehs, weil ich wirklich mit euch diesen Moment erleben will. Das heißt, die sagen dann, ja, willst du mal durchgehen, willst du mal rumgucken und so weiter. Da sage ich, nett. Ich will das wirklich quasi live, wenn die Kamera läuft, ja, da Spaß haben. Ne? Weil warum soll ich da was faken und irgendwas, sondern das war wirklich live. Tatsächlich war es um die, ich glaube im Erdgeschoss war ich so 2,5 Stunden. Klar, du siehst ja in dem Video, geht das natürlich Schritt auf Schritt, aber ich gucke mir vielleicht auch Sachen an, wo ich dann denke, naja, das ist jetzt doch nicht interessant oder so fürs Video. So und genau, das heißt, heute gibt es nachher nochmal einen 500-Euro-Gutschein. Es gibt auch vorab direkt, haben wir uns gedacht, weil es gerade so warm wird, dass wir mal einen Summer Sale machen für alle T-Shirts. Alle Shirts, Polo-Shirts. Die wir im Handel, im Shop, im Handel, ja. Ja, die es nicht im, die es nicht im Handel gibt, sondern nur bei uns, genau. Hauen wir 20% Rabatt mit dem Rabattcode. Rabattcode? Ja. Also wir haben eine Viertelstunde überlegt, was wir für einen Rabattcode nehmen und das ist ja eigentlich das Naheliegende, oder? Wir dachten erst irgendwie so Summer Sale oder so ein Scheiß. Das können aber alle anderen auch. Ja, ja. Genau. Deswegen Rabattcode. Ja. Den könnt ihr auch mehrfach verwenden, aber diese Woche gilt. Ja, also bis Sonntag 23,59. Ja, also nächsten Montag, ne? Ist vorbei. Ach, was haben wir viele Themen. Ich habe also viele Themen im Kopf gerade noch. Ja, du warst ja auch, wir waren eine lange Zeit nicht mehr live, ne? Nee, wir waren lange nicht mehr live. Genau. Wir haben ein paar neue Projekte. Ich war heute Morgen noch in einem Call. Da ging es um die Werkstatt, die Kfz-Werkstatt. Da machen wir eine Kooperation mit Wagner und einem Farbenhersteller. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Wir machen nämlich unsere Kfz-Halle ein bisschen schön. Das wird ganz interessant, wird aber erst im August, genau. Mhm. Dann habe ich erfahren, dass ich wahrscheinlich wieder in Wacken bin. Das kann ja wieder was werden. Die Rückfahrt war so toll letztes Mal, ne? Ja. Standst du nicht 3 oder 4 Stunden in so einem Wohngebiet im Stau? Ja. Das war letztes Mal Wacken, war nicht so geil. Also zumindest das Drumherum. Weil ich tatsächlich dann durch Hamburg musste mit unserem fahrenden Kraftwerk, unserem Wohnwagen.
Und dann sagte mir die Navi, fahr irgendwie durchs Wohngebiet, dann bist du nicht im Stau. Und da war gar nichts. Also es ging tatsächlich 3,5 Stunden, bewegte sich nichts. Ich war in einer verkehrsberuhigten Zone mit einem 15 Meter Gespann, mit 2,50 Meter Breite. Ja. Das war schön. Und irgendwann konnte ich dann hinten raus und bin dann hinten dann rückwärts gefahren, 300 Meter, mit einer ordentlichen Bindehautentzündung. Ja, das, ach, schon, das, war, das war ja alles. Ne? Das war super, aber es war spannend, weil es viele Leute von euch gab, von den Zuschauern, die auch auf Wacken waren. Und ich habe viele von euch getroffen, das war sehr, sehr lustig. Ich habe gesagt, ich habe gehört, Rammstein spielt wahrscheinlich diesmal nicht. Nee, weiß man nicht. Haben die jemals auf Wacken gespielt? Nicht. Nee, ne? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, das, obwohl... Ja, ist ja nicht so metalmäßig, ne? Rammstein, ja schon. Rammstein? Doch. Ja. Doch, ich habe hier, wie heißt der, Eisbrecher habe ich auf dem Summer Breeze gesehen. Das finde ich ja auch. Oder Powerwolf oder so. Hm. Ja, schon. Ja, ja. Genau, Wacken. Dann ist, sind noch ein paar schöne Factory Tours angesagt. Ich weiß, ihr wartet auf die Factory Tour zum Thema Kniepacks. Die hätte eigentlich schon abgedreht werden sollen. Aber das verschiebt sich da. Also wir sind da auch so ein bisschen jetzt da drauf angewiesen. Das steht nicht in unserer Macht. Deswegen, ich weiß, ihr habt schon öfter nachgefragt, was denn jetzt Sache ist. Dann nächstes Thema, Akkuschrauber. Rammstein war 2013 da übrigens. Ah ja, der Shit läuft. Als sie, als sie noch klein waren. Nee. Ja. Wann hast du das erste Mal Rammstein gehört? Puh, das ist schon eine Weile her, ne? Aber so bewusst. Ja, die sind ja schon richtig lange dabei. Ich habe Rammstein 95 das erste Mal gehört. Mit Asche zu Asche. Aber da war der noch nicht so krass drauf. Naja, ne? Da war das so. Ja, da war das so ein normaler Sänger, ne? So ein bisschen so Indie-mäßig oder so. Und genau, und dann, als ich in den USA gelebt habe, war Rammstein da schon teilweise populär. Okay. Und da habe ich, was habe ich denn da? Mancow's Morning Madhouse oder sowas gehört. Mhm. Und da haben die über Rammstein oder Howard Stern. Mhm. Da fand ich lustig. Ja, so. Check du mal so ein bisschen den Chat. Ja, habe ich gerade. Zwei sind schon sehr interessiert an den Bauform 24 Akkuschrauber. Ja, genau. Ja. Akkuschrauber, ich habe mittlerweile Prototypen hier, aber ich... Haben wir sogar schon mal in der Insta-Story gezeigt, mal so ein bisschen. Ja, in der Insta-Story. Es gibt, ich glaube, bei Insta auf den Highlights gibt es irgendwie Tools, so ein Highlight, und da habe ich den schon mal gezeigt, weil der hat blaues Licht. Ja, ne? Da kannst du dann hinterm Audi RS ein bisschen rumschrauben. Ja, ja, genau. Mit blauem Licht. Ja. Tatsächlich, ich habe ja so ein paar Sachen schon mal geleakt. Und eine Sache war, dass ich mir gedacht habe, du hast natürlich bei einem normalen Akkuschrauber hier so eine Lampe. Aber mein Akkuschrauber hat ein Rundumlicht. Und dann gibt es ja heute RGBW-LEDs. Und dann dachte ich mir, warum nicht mal 50 Cent mehr ausgeben und dann buntes Licht machen. Warum? Weil man es kann. Ja. Und du kannst dir das über die App dann auch über ein Ambient Light oder sowas. Also. Wenn du romantisch werden willst, ne? Ja. Dann kannst du, ja. Ich lasse mich da so von meinem Tesla so ein bisschen inspirieren, weil der hat ja auch eine Menge Kram, die kein Schwein braucht, aber die einfach lustig sind. Also ich meine, wenn du zum Beispiel jemandem Tesla zeigst, was finden die Leute am lustigsten? Dass das Auto furzen kann. Ja, ja, klar. Dass das Auto Lagerfeuerromantik hat. Ja. So, ja, ist ja so. Ja, was kein Mensch braucht, aber schön zu haben. Ne? Ja. Genau. So, und deswegen bitte ich euch da noch um etwas Geduld. Dann hat sich ein bisschen was bei uns im Team geändert. Der Dominik ist nicht mehr bei uns. Wir können aber auch keine näheren Angaben machen, weil wir wissen es einfach nicht. Warum, weshalb? War einfach nicht mehr da. Ja. Das klingt jetzt total dämlich eigentlich, ne? Aber es ist... Ja, mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ja, aber es ist halt so, ne? Ja. So, dann... Ich muss mal irgendwas ist die Klimaanlage so am Spinnen, ne? Die schaltet sich zwischendurch immer auf warm. Warum? Weiß ich nicht, hat die vorhin schon mal gemacht. Ich muss die mal eben umschalten, warte. Ich wundere mich auch schon. Ja, aber es ist so warm hier drin, ne? So, jetzt läuft die App. Warum machst du das über die App? Nein, weil das die App... Geht hier drüber? Nein. Früher? Es geht nur über die App. Quatsch. Doch, pass auf, geh weg da. Hä? Ich hab schon. Nein, jetzt habe ich ausgemacht. So, jetzt habe ich 19 Grad, jetzt stelle ich 22. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und Turbo machen wir weg. Ja. Guck mal, ist wirklich live, ne? So, läuft doch. Ja. Ja, guck. Ja. So, boah, was gibt's? Boah, mir brennt echt die Birne. Dann Thema Männerküche.
Wir haben ja bei Sonic einen Hausbesuch gemacht und zwischendurch oder mittlerweile ist ja die Küche auch schon bei uns aufgebaut. Es ist noch nicht alles komplett. Mhm. Ihr habt das in Stories auch schon mal gesehen und in der HBM Shopping Tour mache ich am Ende die Abmoderation. Und da sieht man mich auch in der Küche, wie wir auch so ein paar Sachen verräumen. Und ich habe tatsächlich ja auch Sachen dann dort oben im Obergeschoss gekauft. Gesundheit. Einmal an die Regie. Ein kleines Hüsterchen. Hast du die erkältet, soll mal Klima wieder ausmachen? Wir haben, ich habe einen Kompressor mitgenommen. Da fragt man Leute, welcher, habe ich auch verlinkt. Der ist schon aufgebaut. Ich habe den gestern aufgebaut für die Reifenmontage, für die Hebebühne in der Werkstatt angeschlossen. Das Ding war echt erstaunlich leise. Mhm. Genau. Und dann habe ich noch ein Getriebespülgerät. Dann habe ich noch einen Getriebeheber, also so einen hydraulischen, der auch irgendwie 250 Kilo, da kannst du auch, glaube ich, im Motorblock irgendwie abstützen. Ich wollte einfach was Größeres haben, wenn du mal irgendwie Bedarf hast. Was habe ich noch? Eine Tischbohrmaschine, ich glaube mit digitaler Anzeige oder schon digitaler Verstellung, also auch so ein China-Teil für 600 Euro im Angebot. Ich glaube, die kostet sonst 700 oder okay. So. Habe ich auch noch nicht ausgepackt. Wir müssen uns jetzt überlegen, was wir in der Kfz-Werkstatt machen, ob wir da auch nochmal so eine Mini-Männerküche oder große Werkstatt wagen. Das Thema ist, da fehlen auf jeden Fall Schränke noch, ne? Ja, da fehlen noch Schränke. Momentan sieht das da wirklich aus wie Kraut und Rüben. Also nicht, weil es unordentlich ist, sondern weil du einfach noch kein System da hast. Ich habe da mittlerweile aber auch schon Reifen montiert, Reifen gewuchtet. Am Wochenende kommt ein Kollege, ein Vito. Okay. Da habe ich, der war nämlich bei uns und da habe ich gesehen, Mensch, deine Reifen sind abgefahren. Stimmt, da stand ich sogar zufällig daneben. Da war ich doch gerade hier. Genau. So, ja. Und da habe ich gesagt, pass auf, dir kann geholfen werden, komm nächstes Wochenende wieder, machen wir einfach neu. In welcher Stadt ist das Geschäft von HBM? Ist irgendwo bei Den Haag, ne? Gouda, irgendwo die Ecke? Ja, bei Gouda so die Ecke. Den Haag. Also du kannst von dort aus relativ fix nach Schevening fahren, an Strand. War auch schön da, ne? Das ist, ja. Eigentlich wäre das das perfekte Pärchenwochenende. Die haben ja schon gesagt, wenn das in Winterswijk wäre, dann könnte man direkt danach zu Obeling gehen. Das wäre noch besser. Die haben ja Platz. Warum bauen die da nicht noch einen? Das war tatsächlich, wahrscheinlich gibt es doch einige, die Obeling kennen. Das ist ja dieses Camping-Mekka oder Camper-Mekka für Camper. Das ist wirklich krass. Da gehst du rein, auch wenn du gar nichts brauchst. Da muss ich auch noch hin, jetzt die Tage mal. Anschließend hast du auf jeden Fall was im Einkaufskorb. Und selbst wenn nicht, ist es einfach cool zu gucken, weil du kannst anfassen und siehst einfach so. Wobei, man sollte nicht in den Stoßzeiten dahin gehen, weil das ist der Horror. Und ich kam bei HBM rein, habe sofort an Obeling gedacht. Und dann habe ich den Stefan von HBM gefragt, ich sag mal, ey, das ist ja wie Obeling hier für Werkzeugleute. Ja, kannten sie aber nicht. Kannten sie nicht? Und dann dachte ich, aber das ist wieder so ein Klischee, du denkst ja, Obeling. Alle Holländer sind Camper, denkst du immer auch. Ja, oder alle Holländer kennen Obeling. Ja, auf jeden Fall. Frau zum Strand, Mann zum Shoppen, genau so. Genau, ja. Also Samstag dahin. Schickst du. Das ist jetzt, weißt du, letztens, als wir Männerküche beim Dreh wusste ich schon, pass auf, wir betiteln das Männerküche, wir reden über eine Männerküche. Ja. Es wird Shitstorm geben von einigen. Gab's auch. Gab's natürlich auch. Da denke ich, erstmal ist mir das relativ egal, weil ich lass mich ja nicht als sexistisch betiteln, nur weil man. Dann sage ich immer, okay, bist du schon mal zum Kiosk am Bahnhof gegangen und hast dich aufgeregt, weil eine Zeitschrift für sie heißt. Ja, oder eine Barbara oder sowas. Oder eine Barbara oder eine Men's Health. Ja. Und wenn man jetzt den Sprung macht und sagt, ja, aber das würde ausklammern, dass Frauen nicht in eine Werkstatt gehen sollen oder so, da denke ich, Leute, da sind wir doch ein bisschen zu weit irgendwie. Ja. Also da haben wir doch andere Sorgen. Vor allen Dingen, also das nimmt ja auch diese Unbeschwertheit. Ja. Aber. Ja, was willst du da schreien? Boah. Nee, sowas, ne? Und wie gesagt, ich kenne tatsächlich viele Frauen. Das hört sich komisch an. ich kenne keine Mädels, die jetzt bei sowas sich gekränkt fühlen oder was weiß ich. Ja. Und also mir ist das alles eins. Ja. So. Hier Insta. Insta läuft oder was? Insta läuft, aber es wird weniger, weil die Leute noch checken, dass es ja mehr Sinn macht, auf diesem YouTube vorbeizukommen. Aber es sind immer noch welche da. Mhm. So,
Dann, so Projekte, aber es war noch nicht alles, ne? Dann habt ihr gefragt, ob wir nicht die Männerküche als Livestreamer einrichten sollen. Da haben wir uns heute Morgen tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Ihr habt das auch ziemlich geratet, dass das hochkam, aber ich habe es auch so gelesen. interessante Idee. Ich weiß aber nicht, ob das realisierbar ist, weil wir haben jetzt so viel Platz und auf der anderen Seite haben wir natürlich so schweineviel Werkzeug, was natürlich einfach auch drüber ist, natürlich in jeglicher Beziehung. Also alleine unser. Allein die Drehmomentschublade, ne? Also, oder die drei Drehmomentschubladen. Vier. Oder vier mittlerweile. Ja. Also wir haben vier Schubladen nur mit Drehmomentschlüsseln. Ich habe auch überlegt, teilweise halt auch mit TechSafe da zusammenzuarbeiten. Wir werden euch das Video dann dazu nochmal einblenden, wenn der Stream gelaufen ist. Die machen ja diese Einlagen, super, kriegt ihr uns bei uns im Shop da für diese Werkzeugsets. Aber ja, für bestimmte Sachen werde ich das machen, wahrscheinlich. Aber ansonsten, da wechselt ja auch viel, ne? Aber Einlage hier, Thema, da wurde ich auch gefragt. Ihr wisst das wahrscheinlich jetzt eh schon, ne? Aber hier diese Einlage, die lag irgendwo auf so einem Stapel bei HBM. Und das ist natürlich China-Werkzeug. Das kannst du jetzt natürlich nicht mit HZ, Stahlwille etc. vergleichen. Aber diese ganze Einlage hat 50 Euro gekostet. Und ich habe einfach erstmal die langen Talks gesehen. Das ist schon mal richtig geil, oder? Ja. Und da dachte ich, okay, sowas willst du haben. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass hier ja auch diese Dinger dabei sind. Hier, also diese Innensechskant als Nuss. Und das brauchst du zum Beispiel bei der BMW für die Steckachse oder generell für Motorradsteckachsen. Mhm. Und das ist eine Sache, wenn du sowas nicht hast, dann hast du ein Problem. Und das war hier einfach dabei, ne? Ja. Das ist, also diese Qualität, das kennt man aus den... Aber das ist sauber, das ist schön gemacht eigentlich, ne? Auch so mit dem... Also der Schaum ist... Macht tatsächlich einen guten Das ist nicht Eindruck. Der billigste auf jeden Fall. Nee. Und auch das mit dem... Der stinkt auch nicht. Nee. Das ist sogar... Auch schon mit den eingelesenen Sachen neutral. Und so, das ist auch super gemacht, auf jeden Fall. So, und da fragte jemand gestern, glaube ich, in dem Video, wie das aussieht, was das für eine Qualität ist, ne? Und ihr habt das ja, glaube ich, auch mitgekriegt. Ups. Bleibt er so stehen? Nee, der stand hier dran. Ja, den brauche ich ja gleich. Dann haben wir doch noch einen da. Das ist doch der. Wir haben doch genug. Ja, das stimmt. Kannst du einen in der Hand halten, ich? Ach so, das können wir machen, ja. Das wäre ein schönes Bild. Ich kann auch noch mal die zwei Paletten, die ich da letzten nach oben geräumt habe, wieder nach unten holen. Ja. Das geht auch. Genau, was wollte ich sagen? Ja, genau. Ich habe nämlich ja auch in dem Video, da geht es ja zum Beispiel um Eigenmarken-Akkuwerkzeuge. Und da stehe ich eher so ein bisschen kritisch. Und ich habe auch ja jetzt... euch gesagt, okay, das ist natürlich das meiste aus China, die haben aber auch A-Marken, das finde ich ganz interessant und you get what you pay for, aber das, was ich da so mitgenommen habe, fand ich bisher cool, ne? Und gerade das Thema mit den Bohrern, ich hatte es jetzt wirklich beim Anbringen der Halter, wir haben in der Küche dann jetzt schon zwei Halter angebracht, weil das Schöne ist ja, du montierst die und die sind ja dann verdeckt, also du hast ja wirklich ein ja, so monolithisches Design, das überstrahlt jetzt ein bisschen in der einen Kamera. Aber wir haben da ein Video für, wie wir die angebracht haben. Das könnten wir anblenden. Das können wir machen. Genau. Dann sieht man uns zwar nicht mehr, aber das ist auch nicht so schlimm. Ja. Guck mal. Genau, da sieht man das. Ja, so kannst du die einfach verwenden. Und da geht ja jetzt hier, siehst du das, oben ist Milwaukee, unten ist Bosch. Und du könntest jetzt auch zum Beispiel... die Akkuschrauber anders reinlegen und da siehst du auch, dass die blende noch mal ein Foto ein, das Video, ja. Oder mach mal auf Stopp oder so. Du siehst, dass die Akkus, also selbst die 12 Volt Akkus, nicht die Stabakkus, die kannst du auch noch dahinter so hängen. Ja, da siehst du es rechts und da siehst du jetzt zum Beispiel auch das Finish. Ne? Das ist nicht komplett Handarbeit, das wird natürlich gelasert, dann wird das gekantet. Aber diese ganzen Arbeitsschritte sind, da ist sehr viel Handarbeit dabei. Das wird ja gebürstet, dann werden die Kanten nochmal bearbeitet, damit die Qualität stimmt.
Und deshalb kriegst du das auch nicht für 2,50 Euro. Und wir haben die im Shop für 149 gelistet. Deshalb habe ich auch das Video benannt, das teuerste Zubehör für deinen Akkuschrauber oder so. aber ich habe mir überlegt, es gibt ja bei Amazon und Konsorten gibt es ja diese Akkuhalterung. Das ist billigstes Blech. Die habe ich auch alle mal gemustert oder ja, gekauft. Das ist billigstes Blech. Das ist einfach gestanzt oder geschnitten, dann beschichtet. Und fertig, sowas hätte ich für, weiß nicht, 5 Euro produzieren können. Und die Dinger laufen, glaube ich, so um die 30, 40 Euro. Aber du kannst halt nur die Akkus reinlegen hier. Und dann ist es auch gestaffelt, zum Beispiel, es gibt die für Makita, es gibt die für Bosch. Ja, ja. Und andere. Und dann war halt so die Idee, erstmal was zu machen, was echt dich wegballert, wenn du es in der Hand hast. Also jetzt von der Qualität. Das Ding wiegt, ne, das hört man auch. Das wiegt 4 Kilo, das ist 5 mm massiv VA und dadurch, das ist sogar noch hier ein Prototyp, weil der hat noch hier diese Marker von der Kantbank. Das ist ja so ein bisschen die Evolution hier. Aber die Sache ist, wenn du das dünner machst oder ein anderes Material. Wir hatten ja hier, guck mal, den ersten sowas, was wir so im Prototypen haben, war ja so alumäßig, ne? Und dünn. Genau. Ich habe erst versucht, das in Alu zu machen, weil ich irgendwo dachte, dass der Look von Aluminium und vielleicht eloxiert cool sein könnte, auch in Schwarz. Das Problem ist aber, dass du musst diese Stärke haben. Ich weiß nicht, was wir hier für eine Stärke hatten. Ich glaube, wir waren hier auf 3 mm oder 4? Nee, wir waren hier schon auf 4. Das musstest du schon haben. Aber Alu selber musst du dann eloxieren, weil irgendwie roh gebürstet und so weiter sieht auch nicht so geil aus. Und ich weiß nicht, wo wir es eloxiert haben oder ob die noch lackiert sind. Nee, das ist, glaube ich, schon eloxiert, aber das... Das Problem beim Eloxal, obwohl das ja eine sehr harte Beschichtung ist oder eine sehr, sehr dauerhafte Beschichtung, ist, dass wir hier, wenn du da mal mit dem Bit dagegen kommst oder so, dann hast du Macken drin. Die hast du natürlich hier, letztendlich wirst du da auch Kratzer drin haben, aber die Beschichtung geht nicht ab. Das heißt, er sieht nicht direkt schäbig aus, sondern es sieht dann gebraucht aus. Aber hier siehst du natürlich, das ist Alu. Das machst du hier nicht mehr. Ja. So. Ja, wir sind aber auch schon fast ein Jahr jetzt, also locker ein Jahr dran, ne? Jetzt bist du diesen finalen... Wir sind über ein Jahr dran. Ja. Das fing mal mit Papa an. Teilweise war das so, wir haben uns mit mehreren Unternehmen auseinandergesetzt, die das produzieren können. Dann hatten die Unternehmen teilweise enge Kapazitäten und. Das war halt ein langer Ritt. Und hier seht ihr das zum Beispiel. Das ist ja auch noch ein frühes Muster. Da siehst du noch nicht mal richtig unser Logo, weil das halt echt noch nicht richtig drin ist und so. Ne? Genau, da wurde das Logo dann erstmal gefräst, dann später haben wir das gelasert. Und was man natürlich eindeutig sieht, ist, dass es einfach nur eine Halterung ist, die jetzt hier meinetwegen, ich weiß gar nicht, für Bosch oder so geht. Ja, da passten auch nicht alle Akkuschrauber rein oder sowas, das war dann auch zu schmal und so, ne? Bosch hätte noch gepasst. So, ja. Genau. Also Bosch würde passen und da hatte ich so die Idee, okay, wir bringen das für Bosch und dann, wenn das gut läuft, bringen wir das vielleicht für andere Marken. Aber dann habe ich gegrübelt und habe halt diese Lösung rausgefummelt da, wo du jetzt im Prinzip hier einen Bosch hast. Und du kannst aber auch, haben wir einen Makita? Makita haben wir. Einen DeWalt. DeWalt kann ich dir auch holen. So, Makita sieht dann so aus. Und man achte so ein bisschen auf die Feinheiten, denn wenn das Ding an der Wand hängt, dann siehst du eigentlich vorne keine Fuge oder sowas. Genau, DeWalt geht auch. So, wollen wir es mal ausbalancieren? Hilti? Hilti würde tatsächlich auch gehen. Was haben wir? Mach mal von vorne. Hast du ja schon, genau. Also Hilti würde auch gehen, aber Hilti geht nicht ganz rein, hält aber. Ja, also je nachdem, wie der Schiebemechanismus. Und Milwaukee passt halt auch, ne? Ich gebe dir mal einen kleinen, dann wird es nicht so schwer, ne? Ja, ich habe hier schon... Hast du einen da? Nein, ich kriege schon hin. Ja, ich geb dir extra einen 3 Ampere, der ist nicht ganz so schwer. Das reimt sich. Ja. Genau. So sieht das aus.
Oder hier. Genau. So, und jetzt seht ihr auch, hier sieht man keine Löcher oder sowas. So, was nicht passt, ist CAS. Das kriegen wir von der Dicke nicht hin. Da müssten wir nämlich dann wieder dünner werden. Ja, wir müssen dann noch eine Kante ausfräsen und dann wird es wieder für den anderen Akku nicht passen. Ne? Und dann musst du irgendwie genau. einen Tod sterben. Ne? Nee, man könnte das wahrscheinlich machen, indem ich hier was noch fräsen lassen würde. Aber dann hast du einen komplett eigenen Arbeitsschritt. Da muss das Ding auf die Fräse. Wie sieht es mit 40 Volt Makita Akkus aus? Das passt auch. Warte mal, den haben wir hier. Den hatte ich auch getestet. Wo ist der 40 Volt Schrauber? Du hast hier noch in dem... Ja, ich habe das schon wieder zusammengebaut hier. Also, hier ist er. Oder? Ich glaube, der... Ah, nee, der passte nicht. 40 nee. Volt passt nicht. Der ist nee. Zu breit. Genau. Also ich habe da wirklich versucht, irgendwie das hinzukriegen, dass wir so den kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Und hier zum Beispiel, so in der ganzen Evolution, das ist ja echt interessant, so ein Projekt zu machen. Würde das auch passen? Das wäre zu groß, ne? Ja. Weil du überlegst dir, also hier haben wir noch die ursprüngliche Form. Ich weiß nicht, ob wir den dabei haben. Das könnte hier aus der Generation einer sein, wo wir im Prinzip das Muster hier schon haben, was universell ist. Aber dann beim Kanten hast du hier diese Kante oder diesen, also wo sich das Blech hier nach innen biegt. Und das führte dann dazu, dass ich glaube, Milwaukee nicht mehr passte auf der Außenseite oder schräg war oder sowas. Oder Milwaukee oder Makita, ich weiß es nicht mehr. Aber das war auch so eine Sache. Eigentlich war alles safe, es passte alles irgendwie. Und dann wurde halt eine Kleinserie gemacht für uns zum Testen und dann passten die an den Seiten auf einmal nicht. Bosch Grün wird gefragt. Bosch Grün passt leider nicht. Das ist ein anderes System. Weil das System hier funktioniert ja nur, wenn du hier ja, diese Nuten hier hast. Und bei Parkside passt auch, ja. Parkside passt. Haben wir ein Parkside hier? Ja, haben wir. Da. Aber ist das noch ein alter Parkside? Nee, das ist ein 20. Der neueste, den es gibt eigentlich. Ja, so, Parkside passt auch perfekt. Passt auch perfekt rein, ja. So, also... Das ist erstmal schon eine Sache, was die Akkus betrifft. Was du jetzt letztendlich hier reinmachst, das passt ja im Prinzip. Nee, Heikoki passt nicht, oder? Hitachi, Heikoki passt nicht, haben wir vorhin probiert. Ja. Festool passt auch nicht, die haben eine andere Aufnahme. Ja, Festool passt auch nicht, genau. Aber von den Akkuschrauben. 12 Volt Bosch passt, sagt er, genau. Ja, den kann man so da. Wie war das denn? Reinhängen, wenn es an der Wand hängt. Nee, also 12 Volt Bosch, Makita, diese, Milwaukee, die haben auch diese Stabakku. Genau, wenn du einen Stabakku hast, der unten halt 6 Ampere, 4 Ampere, die kannst du, da haben wir halt gemerkt, dass du, haben wir so einen Akku da? Ja, im Ladegerät. Wo? Zum Beispiel welches? Von Milwaukee, das zum Beispiel, da sind noch zwei drin. Hä? Ja? Nein, doch nicht die Stabakkus. Was denn, hast du gesagt? Nein, die unten breiter sind. Ach hier. So, die. Ja, die so, jetzt halt du mal. Ja. Aber auch bitte mit einer. Ach so, nee, da, ich will das ja ausbalancieren, schön. Warte, so. So, wenn du jetzt hier das an der Wand hast, dann kannst du einfach den dahinter hängen. Also, ja. Es geht sogar jetzt so, aber er könnte nach hinten runterfallen. Aber du hast das ja an der Wand, logischerweise. Ja. So, dann... gehen nicht nur Akkuschrauber, das promoten wir jetzt nicht großartig, aber nachher sagt einer, ja, aber mein Schlagschrauber hier oder was weiß ich oder Ratsche geht nicht. Aber du kannst es auch so einhängen. Ne? Also kannst mehrere Werkzeuge. Dann war das Thema, ob wir, gib mal hier. Dann war das Thema auch aus der Community, mit ein paar Leuten hatte ich auch Kontakt, auch während Flohmarkt und so, ob man hier so ein Kantenschutzband drum macht, damit du hier keine Marker irgendwie kriegst. Aber das würde so ein bisschen ja, die Optik versauen. Ich denke, wenn du jetzt unbedingt darauf Wert legst und das passt für deinen Schrauber, kannst du das machen. Ja. Du kannst auch, wenn du mir mal einen normalen Schrauber hier gibst, du kannst ja auch hingehen und hängst die so ein. Hm? Das ist, je nachdem, wie man es möchte, der Raum hier passt auf jeden Fall. Dann
Die Sache ist, wenn du herkömmliche Halterungen kriegst, die musst du ja auch montieren und die haben dann meistens Distanzhülsen, weil du brauchst ja ein bisschen Distanz für den Akku oder jetzt auch für den Akkuschrauber. Und deshalb haben wir das hier so gekantet. Ich weiß nicht, sieht man es von oben? Genau, wir haben das hier so gekantet, dass du jetzt genau diesen Freiraum hast, den du brauchst, wenn du auch zum Beispiel mal hier den Akkuschrauber reinmachst. Ah, warte mal. Ja, noch genau. Ja, ein Stück zurück. So, ja. So, also selbst wenn jetzt hier noch ein Bit wäre oder ein Rapidaptor oder sowas, das geht in der Regel auch. Und das Schöne ist, durch dieses System ist das komplett verdeckt. Ja, also du nimmst halt normale Schrauben, Sechskant. Und wir haben das jetzt zum Beispiel in der Küche so gemacht, dass wir Gewindemuttern, also diese Nietdinger da, eingenietet haben. Und dann haben wir das halt reingehangen und dann schraubst du es halt fest. Und wir haben es sogar bei einem gemacht, dass wir gar nicht vier genommen haben, sondern nur zwei. Das hält eigentlich auch schon bombenfest, ne? So, ist wie gesagt made in Germany und die Frage war auch, ja, vielleicht in Fernost oder so, aber das würde nach meiner Recherche gar nicht so viel Unterschied machen, weil die Materialpreise hast du natürlich eh und was dagegen spricht, ist einfach, ich habe keine richtige Kontrolle über die Qualität. Hier habe ich einen renommierten Laden, die wirklich richtig gutes Zeug machen. Da werde ich euch eventuell auch nochmal ein Video zu zeigen, wie die gemacht werden. Und ich habe eine Kontrolle. Das heißt, ich kann da hinfahren, ich bin mit denen im Kontakt. Man kann sich austauschen per WhatsApp und so weiter. Und ja, also das wäre jetzt die Aufnahme oder die Montage über die Schraubverbindung. Wenn du jetzt French Cleat hast, dann kannst du es einfach einhängen. Und dadurch, dass du hier diese Distanzhalter hast, die eben auch jetzt keine Distanzhülsen oder so sind, sondern die sind da dran, hast du auch diese Distanz, die du brauchst für die Akkus. Ja. Gibt es Fragen dazu? Wie erreicht man die Schrauben zur Befestigung und die Löcher zum Anzeichnen? Ausmessen. Also wir haben es tatsächlich ausgemessen und dann mit der Wasserwaage halt angezeichnet. Ja. Ne? Oder also mit Laser. Deswegen ja Sechskantschrauben, weil die liegen ja hier an. Das ist ja hier auch so weit, dass du hier mit der Schraube, also du machst die Schraube halt ein bisschen rein und dann kannst du das da drüber einhängen. Und dann gehst du mit dem Schraubenschlüssel hin und ziehst fest. Du musst es anzeichnen. Ne? Ich habe halt hier Maß genommen, ganz normal mit dem Laser oder Wasserwaage. Wir müssen mal gucken, ob wir da noch eine Schraubenschablone machen. Vielleicht sogar einen Satz Schrauben. Aber der eine braucht die Schrauben wiederum nicht. Ja. Der andere vielleicht doch. Und so, was haben wir noch? Gibt es das System auch für Kfz? Sprich mit Schutz gegen Herausfallen beim Fahren. Das wäre, glaube ich, jetzt zu viel des Guten. Ne? Man könnte das vielleicht mit einem Gummiband oder was auch immer, wenn du das eh an so einer Wand hast. Ne? Aber also da habe ich tatsächlich noch nicht dran gedacht, aber wenn du jetzt hingehen würdest und hättest das jetzt hier, die Akkuschrauber, dann könntest du ja vielleicht mit so einem Expander oder sowas, du könntest ja hier einen Expander hintermachen, also einfach mit diesen Haken und dann gehst du einmal hier und dann sind hier eigentlich fest sein, gesichert. Ja. So würde ich jetzt mal denken. Ja. Aber im Kfz, ja, die sind halt schwer, ne? Aber jemand hat, glaube ich, geschrieben, mir auf Insta, hier werden sich die Archäologen in 10.000 Jahren fragen. Was ist das? Was ist das? Ja. Passt der BF24 Akkuschrauber plus Akku rein? Ja, der Akkuschrauber, Der Akkuschrauber auf jeden Fall. Akku nicht, da nicht alle, der Akkuschrauber aber 12 Volt sein wird, wird auch nur der große Akku reinpassen. Ja. Ja. Dann gab es auch schon Ideen von wegen, ja, dann können wir doch irgendwo Adapter drucken für andere Akkus. Aber Problem ist, manchmal brauchst du ja mehr Platz und mehr Platz kannst du dir nicht drucken. Ja. Das ist schwierig. Und ganz ehrlich, Leute, das Ding gewinnt halt einfach durch seine Form und durch seine Wertigkeit. Und wenn das in deiner Werkstatt hängt, das sieht einfach so geil aus. Ja. Es ist so. Man kann das jetzt auch tatsächlich hier in der Kamera gar nicht so... Ich habe ja schon welche verkauft und die Leute waren total begeistert. Die haben echt gesagt, Wir haben Storys gemacht zum Teil auf Insta, ne? Ja, ja. Ich habe... Genau, so. Ja, aber du musst es halt in der Hand haben. Nee, ich meine hinter dir, das ist an der Wand, wo die Akkuschrauber drin sind. Ach so, wo sieht man was? Hinter dir. Wenn du jetzt Ach so, ich gehe mal aus dem Bild, ich habe hier nichts mehr zu melden. Ja.
Ja. So, und dann war halt die Sache mit dem Preis. Ich hatte ursprünglich mal angestrebt, so in Gedanken, dass man irgendwie so um die 100 Euro ist, aber das kannst du komplett vergessen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, gibt es einen Markt dafür? Gibt es Leute, die bereit sind, für sowas wirklich Wertiges, für die Qualität auch zu bezahlen? Dann denke ich mir, ja, es gibt ja auch, was weiß ich, Aluwinkel, die kosten 100 Euro oder es gibt ja viele Sachen. Und da fragt auch einer nach Einhell. Weiß nicht, hatten wir Einhell passt nicht. Theoretisch passt es, wenn du es ein bisschen anschrägen würdest. Ja, aber sonst also dann passt es, aber gerade unten nicht zu breit, genau. Ja, genau. Ja. Also wenn du dich nicht daran störst, dass die Akkus ein bisschen schräg hängen, würde es gehen. Aber das wollen wir natürlich da nicht entsprechend propagieren. Ne? Sache ist einfach, das Ding hängt. Du siehst keine Schraubverbindung, das ist einfach slick. Und es ist halt universell, weil tatsächlich gibt es ja auch vielleicht den einen oder anderen, der mal zwei Akkus hat oder so. Gut, bei 12 Volt, 18 Volt, hier geht es ja hauptsächlich um 18 Volt. Ne? Das ist eigentlich zu schade, um schwarz zu lackieren. Ja. Ja, machen wir auch nicht. Wir hatten das ja nur bei den Testsachen mal geguckt, was passt und was gut aussieht. Also aber wir haben ja da hinten noch einen schwarzen. Ja. Hängt ja ein schwarzer. Ja, wir haben da auch noch ein paar schwarze von der Vorserie da, ne? Genau, und aus der Vorserie, ich weiß nicht, ob man das in der Side sieht. Ja, da wo die Akkuschrauber hängen, ne? Genau, da die ganze Wand. Da haben wir die ganzen Prototypen, die auch noch nicht für alle passten, haben wir da einfach hingehängt. Und es sieht schon nice aus, aber dann bist du ja auch sogar wieder einen Arbeitsschritt mehr und so weiter. Also du bist da kostentechnisch sowieso schon. Also die Dinge, ne, die Leute denken ja vielleicht auch, das war auch so ein bisschen mein Problem, wenn du jetzt 149 Euro da dran schreibst, denken ja viele Leute, die sich jetzt nicht so auskennen, so von wegen, ja, du machst ja da die Taschen voll. Ich meine, ein bisschen sollte schon in unseren Taschen hängen bleiben, sonst macht das gar keinen Sinn. Aber das ist nicht so kalkuliert, wie Werkzeug zum Beispiel sonst kalkuliert ist. Kann ich ganz einfach sagen. Ne? Ja. Ja, gibt es da noch Fragen? Fragen dazu jetzt. Eine hatten wir. Kfz. Ein Stück nach oben gucken hier. Du willst wirklich so ein Teil jetzt und hier verlosen? Geile Idee. Ja. Die Leute haben Angst, dass der Laserschnitt wie eine Raspel auf den Akkuschrauber wirkt. Aber wenn du den oft rein und raus machst, glaube ich aber nicht. Also das ist auch nicht scharfkantig, oder was? Nee, die Kanten sind bearbeitet. Mhm. Ne? Also das wäre natürlich auch blöd. Du darfst dich ja hier nicht dran schneiden. Also hier, könnt ihr jetzt auch mal sehen. Da mache ich so. Mhm. Jetzt fließt das Blut nicht. Nee. Das ist auch eine Sache. Das ist ja auch wieder ein Arbeitsschritt. Und da geht halt ein Kollege mit so einem Schleifer hin und bearbeitet alle Kanten. So, und auch hier diese Rundung nochmal entsprechend zu bearbeiten, dass es passt. Deswegen hat es auch lange gedauert. Und zwischendurch dachte ich auch schon, als es mit dem Eloxieren nicht klappte, und dann dachte ich, komm, vergiss es. Aber umso schöner finde ich es, wenn Leute das jetzt kaufen und da begeistert von sind. Wir haben eine relativ kleine Serie erstmal aufgelegt, weil die Dinger einfach schweineteuer sind. Und ich will mir jetzt hier nicht für 10.000 Euro die Dinger aufs Lager legen. Aber es wird sich zeigen, ob das bei euch ankommt. Ne? Ja, man kann es natürlich auch schon wieder selber machen hier, aber... Ja selber kann machen. Also du kannst natürlich... Hier steht jetzt Lochtafel und Ausleger und dann machst du das für 3,50 Geld. Ja, erstmal so eine Lochtafel, hast du dann so ein, die du normalerweise kriegst, die sind dann so 3 mm Blech. Ja. Und dann, wenn du da drei Akkuschrauber ran hast, dann beugt dann... Ja. Das kann man natürlich alles machen. Ich habe bei mir auch einen Akkuschrauber an der Wand hängen, ohne so ein Ding, klar. Also du kannst natürlich einen normalen Akku, wie gesagt, geh auf Amazon, da kriegst du so einen Akkuhalter. Die Akkuschrauber, das kannst du nicht vergleichen. Sowas tatsächlich gibt es nicht in der Form. Da kannst du das für 30 Euro irgendwie so bestellen. So ein gepulvertes Blechteil. Naja, darum geht es ja hier nicht. Und du kannst ja auch aus Holz bauen und. Aber dann hast du nicht sowas. Weißt du, ich kann mir auch einen Röhrenempfänger selber bauen oder irgendwie ein Radio oder so. Trotzdem habe ich dann kein iPhone oder was weiß ich oder ein iPod. iPod gibt es ja gar nicht mehr. Aber ich habe mich auch so ein bisschen hier bei den Leuten mit dem Apfel inspirieren lassen von Design. Ich habe mal so Sachen schon mal produziert für Kunden von uns. Das waren so LC-Display-Monitorhalter. Die habe ich auch so ein bisschen da in dem Style. Also wie gesagt, also wenn du meinst, du willst das Geld nicht ausgeben und das ist dir nicht wert, das ist dir nicht wert. Natürlich kannst du dir irgendwas selber billiger machen, aber du kannst sowas auf keinen Fall selber machen
Und wenn du jetzt irgendwie die Möglichkeit hättest, ja, kannst du auch selber machen, aber ja, für den Zeitaufwand oder so, vergiss es. Das ist so ein bisschen, irgendwo hatten wir letztens auch so eine Diskussion. Weil sie Werkstattwagen war das, glaube ich, auch. Kam auch irgendjemand zu mir und sagte, ja, den Werkstattwagen, den ihr da bei Sonic gezeigt habt oder so, ich baue mir einen selber. Ja, natürlich kannst du dir einen selber bauen, aber darum geht es ja nicht. Du kannst ja alle selber bauen. Mhm. Irgendwo ja. Das ist so genau, ich kann auch meine Autos und meine Motorräder alle selber schrauben, aber die Zeit habe ich ja gar nicht. Natürlich, du kannst sie auch selber bauen, so wie Andi, aber dann musst du auch eine rote Nummernjacke haben, damit du damit fahren darfst. Ja, stimmt. Das ist ja. Jo, das war auch echt eine krasse Geschichte. Ja, sollen wir mal was verlosen? Lass uns mal was verlosen. Erzählen hier? Ja, wollen wir denn so einen Akkuschrauberhalter noch verlosen? Du bist der Chef, ich. Wenn ich hier was verlose, ich kriege mal die bösen Blicke von dem Mann, der da hinter der Regie sitzt. Weil er nicht weiß, wie er das dann verpacken soll und dann weint er wieder eine Woche und ja. Komm, wir müssen noch unseren Sponsor huldigen. Ja, komm, warte, dann hol ich mal das Schild. Weil das muss ja, wenn das hier so steht, ne? Ja, sieht man das dann? Ja. Wir machen mal ein bisschen Platz. Ja, Grüße gehen raus an Co. Letztens hat sich tatsächlich jemand beschwert, wir sollen uns dann einen Sponsor suchen, weil er wäre echt enttäuscht. Man würde viele E-Mails kriegen und okay. Ich weiß auch nicht. Also ich habe wirklich gefragt, bist du mit den Produkten nicht zufrieden oder so, weil wir sind da echt sehr zufrieden. Die haben coole Sachen, wir probieren auch immer so ein bisschen aus. Ja, sind halt Snacks, ne? Naja, es gibt ja nicht nur Snacks, die haben ja auch Hafermilch und alles, das ist ja kein Snack. Ganz ja, ehrlich. Hafermilch nutzen wir immer und jetzt Kaffee, haben wir mal... Kaffee haben wir von denen auch. Kaffee und wir haben Tortellini. Und das sind ja alles so Großpackungen. Und jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen mal geordert, um hier in der Firma meiner Küche zusammen zu kochen. Mhm. Ja. Und mit dem Rabattcode Baufrum24 gibt es wahnsinnige 5%. Gibt es wahnsinnige 5%. Wir sagen auch mal wahnsinnige 5%, weil jeder Sponsor oder jeder Kooperationspartner kriegt diese 5%. Aber ihr müsst ja nicht 5%. Nee, musst du ja nicht nehmen, kannst du es auch bestellen. Ne? Ja. In diesem Sinne, Grüße gehen raus. Ja. Die sind auch lecker hier, diese. Wie heißen die eigentlich? Das sind Erdnüsse, ne? Ich glaube, Petra Jumbo. Und Dieter. Achso, okay. Jumbo-Erdnüsse sind das. Schön mit Schokolade drum. Tatsächlich, mein Tipp momentan sind die Cashewkerne, die wie gebrannte Mandeln. Gebrannte Pistazien. In der Männerküche kochen, gilt auch. Nee, theoretisch würde das gehen. Wir können uns an eine Induktionsplatte hinstellen. Können wir da auch mal Nudeln machen. Ja. Also das Thema Livestream aus der Männerküche. Ich habe ja auch überlegt, dass wir vielleicht auch mal Werkzeuge da drehen und so, ne? Wir müssen dann nur ein komplettes Setup live ist da echt schwer, glaube ich. Ja, geht alles. Ja. Klar, wir müssen ein komplettes Setup und wir haben ja hier komplette Setups, da gehen wir jetzt ja nicht hin und bauen die hier ab. Das heißt, unterm Strich mal eben, weiß nicht, für ein bisschen Technik und so, bist du wieder 3.000, 4.000, 5.000 Euro los. Ja. Und dann steht es im Weg. Eventuell, wenn du da noch ein Motorrad reinfahren willst, dann steht es wieder im Weg, dann musst du es wieder mobil machen. Ja, ich würde das irgendwie von der Decke oder so. Oh. Ich bin aber am Plan dran. Mach doch mal eine Roomtour durch die komplette Werkstatt. Das können wir tatsächlich mal irgendwann machen, wenn wir fertig sind. Ja. Wir sind aber nie fertig. Wir sind nie fertig. Und wir haben immer ein massives Platzproblem, weil wir auch so viele Testgeräte mal kriegen. Ist kaum zu sehen jetzt gerade hier. Genau. Also neulich war hier mal ein bisschen mehr Platz. Jetzt ist schon wieder das Thema Balkonkraftwerk zum Beispiel. Haben wir ja jetzt einen Expert-Talk mit dem Marc gemacht. Ist natürlich für uns so ein bisschen so ein Randthema, aber auch da wieder, das ist ein Thema, was mich... schon jahrelang interessiert. Also ohne, dass ich das irgendwie an die große... Du bleibst dabei, oder was? Ja, ich nehme mal einen Schluck hier, okay. Den Rest mache ich morgen. Okay. Ich gehe mal jetzt zu dem Kameramann. Ich habe das, glaube ich, auch in dem Video gemacht oder gesagt, dass ich vor 10 Jahren schon eine Inselanlage gebaut habe zu Hause, um Kühlschränke zu betreiben. So, und jetzt ist das Thema natürlich unheimlich gehypt. Ja, aber warum sollen wir da nicht auch mal unseren Senf zugeben? Und das ist ja auch eine Kooperation. Das heißt, die spült uns ja auch ein bisschen Kohle in die Kasse. Und dann gab es ja auch Leute wieder von wegen, ach scheiß Werbung und ich schalte sofort ab. Und dann denke ich, okay, don't judge the book by the cover. Wenn du natürlich meinst, also da haben dann auch Leute geschrieben, ey krass, dafür, dass es Werbung ist, weil... So, jetzt war's schon. Wir haben Werbeblock durch, ne? Werbeblock ist durch, ja. Gut. Dafür, dass es Werbung ist, weil Marc und ich, wir quatschen über Fremdprodukte. Marc empfiehlt halt andere Wechselrichter auch als EcoFlow und. Also, da denke ich mal, ey, also, was wollt ihr denn? Ja, und irgendwo muss das Geld ja auch herkommen, ne? Ich meine, das ist ja nicht, dass das hier alles
Ja, du arbeitest doch für Lau, oder nicht? Ach, ja, seit neuestem. Ja. Weil wir keine Werbung mehr machen dürfen. Nee. Aber vielleicht sollte man den Leuten auch gar nicht so viel Beachtung immer geben, weil das sind halt Einzelne. Auch letztens hat jemand sich erbost. Ich glaube, das war in dieser Sexismus-Debatte über die Männerküche. Boah, ich kann's doch. Und dann habe ich schön drauf geantwortet. Und es gibt aber teilweise Kommentare, die werden von YouTube gebannt. Und dann macht YouTube, glaube ich, Shadowbanning. Das heißt, du siehst den Kommentar. Aber wenn das so kontroverse Themen sind oder die Wortwahl oder so, dann sehen die anderen nicht mehr. Das ist übrigens, ich habe das nämlich recherchiert, weil mir wurde dann vorgeworfen, ich hätte seinen Kommentar gelöscht und das wäre ein Skandal und was weiß ich. Und das wäre ein ganz peinlicher Move, stand da drin. Und dann habe ich gedacht, also weil ich lösche wirklich Kommentare, wenn zum Beispiel die Türklingel geht. Warum steht die eigentlich hier? Weil wahrscheinlich jemand was in der Werkstatt gemacht hat. Jetzt steht sie nicht mehr hier. Ja. Das war der einsame Hirte. Der einsame Hirte steht vor der Tür. Ja. Amazon-Paket. Ja, genau. Ja, nee, da war, genau, also ich lösche Kommentare oder lösche Leute vom Kanal, wenn das beleidigend ist, wenn das, ja. Ja, oder diese. Oder Verschwörungsgelöse. Oder du hast gewonnen, oder? Antwort auf ja, gut, das ist ja reiner Spam. Aber ja, es gibt ja teilweise menschliche Individuen, die meinen, sie hätten jetzt eine Meinung und das müssten sie raushauen und sagen, dass wir scheiße sind und so weiter. Dann sage ich, tschüss, kannst du woanders machen. Aber ansonsten, wenn das konstruktiv ist, das kann ja auch kontrovers bleiben oder sein, dann warum soll ich das löschen? Also, das habe ich ja nicht nötig. Aber YouTube sagt dann teilweise, nee, das zensieren wir jetzt im Prinzip oder so. Mhm. Das ist ja die YouTube-KI, habe ich dann. Und das ist auch der Grund, vielleicht ist euch das mal aufgefallen. Gehst du durch die Kommentare und dann steht da ein Kommentar, dann steht da zwei Antworten. Dann klickst du da drauf oder mehr Anzeigen oder so und dann erscheint nur einer. Mhm. Und dann denkst du, hast du dich verklickt oder aktualisierst dann? Das ist genau das Ding, dass YouTube dann diesen Kommentar bannt. So. Ne? Wusste ich nicht, aber jetzt wissen wir es. Ja. So, und das ist da der Fall. Und die Leute haben ja auch einen Confirmation Bias. Das heißt, wenn einer schon mit so einer Meinung rausgeht, dann ist dieser Kommentar, dann ist natürlich klar, ja klar, jetzt bin ich auch noch zensiert worden. Naja. Jetzt darf die Wahrheit nicht ans Licht. Ja, kann ich mir dann nur raushalten. Ja. Wir waren beim Verlosen, haben wir immer noch nicht gemacht. Mhm. Sollen wir mal anfangen? Ja, wir haben uns ja gerade ein bisschen warm gelaufen. Ne? Mhm. Ich habe übrigens heute kurze Hose an. Ich könnte meine Hose kurz machen. Mhm. Soll ich machen? Nö, ich lasse sie so. Ich bin übrigens morgen, fahre ich mit dem Motorrad nach Tübingen. Und dann habe ich gerade überlegt, ob ich den Truppe mal besuche. Und dann bin ich noch wahrscheinlich in Grenzach. Da versuche ich halt so drei Termine zu kombinieren. Und da der Touareg in der Werkstatt ist, der Tesla ist an meinen Schwager verliehen. Okay. Weil der muss mal Langstrecke fahren, der wollte mal Tesla fahren. Dann habe ich gedacht, fahre ich mit dem Motorrad. Ja. Wenn einer da unten irgendwo Motorradstrecken empfehlen kann oder so, kann er mich ja mal auf Insta antexten. Ich mochte die eigentlich gar nicht so. Ich merke schon. Die sind gut, ne? Mhm. Mhm. Stell die weg. Ja. Darf ich? Oder ist das ja, das für dich, ja. So, dann hau jetzt mal raus. Mach doch mal hier so ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen Platz. Nee, dafür. Es sind immer noch Leute auf Insta. Auch schön. So, wir verlosen jetzt. Du trinkst und ich verlose das erste. So, Werkzeug-News. News. Ja. 248 smarte Werkzeuge Teil 2 haben wir rausgehauen. Ein Vera Toolcheck Plus mit Kniebrett. Oh ja. Geht an Simon Meixner 4005. Also das ist der offensichtlich ein Klarname. Ja, das ist so. YouTube macht das auch jedes Mal anders, habe ich so das Gefühl. Also ich hatte letztens auch hinter meinem Namen plötzlich eine Zahl stehen, die habe ich dann wieder gelöscht. Ja. Ja. Die gibt es auch im Shop. Ja. Laufen erstaunlich gut. Ja. Fällt auch nicht raus. Nicht schlecht, ja. Ja. So, komm, noch ein. Wie, noch ein? Ja, einmal noch. Werkzeug-News. Genau, also was sollt ihr machen, ne? Ja. Meldet euch in der Redaktion. Genau.
E-Mail steht unten in der Beschreibung und dann klären wir das mit euch. Ja. So, Werkzeug News 249. Festool CSC 50. Wie heißt der? CSCSY? Also diese Tischkreissäge mit dem, diese tolle. Wie Festool CSC 50? CSCSYS 50 heißt. Das haben wir getestet. Ja, ja. Die wolltest du nicht verlosen. Nein, Mann, Alter, darum ging es. Ich schon gerade, habe ich jetzt hier. Hab ich einen Festool verlost? Nein, diese tolle Tischkreissäge. Die Akku-Tischkreissäge. Genau, die in dem Sustainer und mit der elektronischen digital, Bestellung. Ja. Ja. Genau, die haben wir gezeigt und verlost haben wir einen Hardset Smart Holder. Ah ja, den. Genau, und der geht an TKU 1623. Und die ist so gut. Die ist so gut. Ja. So, dann haben wir den und den. Gut. Guck mal, passt. Oh, da passt das noch gar nicht. Da passt das schon. Ja. Ja. Weiter. Wollen wir weitermachen? Halten Sie die Spannung. So, Live 34, dreiste Kniepex-Kopie. Da ging es um die Taschen. Genau, da ging es um die VDE, Elektrowerkzeugtaschen von Kniepex und Parkside. Genau. Und da haben wir verlost ein Kniepex Zangenset XS an Dorian Krillecke 9379. The Dorian. The Dorian. Ich kenne das Dorian Gray, glaube ich, in Frankfurt. Alter Techno-Schuppen. Okay. Ich habe übrigens auch noch was für dich. Du hast was für mich? Ja, pass auf. Jetzt kommt's. Weil getreu dem Motto. Hast du was verpackt oder was? Hast du kein Geschenkpapier gehabt? Nein, ich war doch in den USA. Ja, ja. Ja. Und ich habe was für dich mitgebracht. Und seitdem haben wir nie wieder was live gemacht, ne? Ja, ich wollte es live machen oder ich glaube, wir haben irgendwann mal und dann habe ich es aber vergessen. Okay. Ich würde aber bitte, dass du deinen Helm dafür aufsetzt. Okay. Weil irgendwas wollte ich dir ja mitbringen. Okay. Und dann habe ich das gesehen und dann dachte ich, das passt. Okay. Er hat das verpackt, ey. Wie geil er das verpackt hat, ne? Ja, das Geschenkpapier gibt es bei uns im Shop. Ja, ja, stimmt. Alter Vater, hast du das da reingesteckt, oder? Das ist nochmal. Ach, nochmal verpackt. Ja, die hat schon Spaß, ey. Ja, sicher. Nochmal verpackt. Alter. Alter, wie geil ist die denn bitte? Jawohl, ey. Jetzt kannst du bei Daft Punk mitmachen. Ja, oder hier der Nachfolger von Bret the Hitman Hart werden, ey. Alter, ist die geil, ey. Wenn ich damit heute Nachmittag an meinem Pool liege, ne? Ja, aber dann auch den Helm. Ja, sehr geil, ey. Und dann mit dem Helm, ey. Dann so musst du hier mit meinem Roller nach Hause fahren, weißt du? Ja. Alter, das sieht. Ich habe vorher noch aus Versehen den Polizisten gegrüßt, weil ich dachte, das ist ein anderer, als ich auf meinem Roller stand. Der ist hier, der kam mir entgegen. Ich so, war der gar nicht. Was ist denn ein anderer? Der andere ist in Rente, den man immer gegrüßt hat. War das der in Rente mit dem Schnäuzer? Ja, ja, Robert. Ja? Robert, der war immer, der war toll, Mann. Ne? Obwohl gefühlt haben 80% aller Cops einen Schnäuzer. Alle haben Schnäuzer. Das ist Einstellungskriterium. Alter, die Brille ist die geilste der Welt. Ihr könnt ja mal kommentieren. Steht Alter, die ihm? Also ist die cool? Die Brille, ja, die Leute haben Spaß. Boah, ist die geil, ey. Da freue ich mich aber. Und da muss Alter, ich jetzt diese. Das sieht einfach. Und da müsste ich jetzt diese Pelzmütze, die du mir letztens mitgebracht hast, aufsetzen mit diesem Schwänzchen. Wo habe ich die denn her? Die hast du auch aus Amerika her. Die, ja, das war aus Texas. Die habe ich bei mir. Wir haben so ein Regal im Wohnzimmer und da steht unser Hochzeitsbild. Und da hat meine Frau. Von uns beiden? Ja, ja, genau. Und da hat meine Frau diese Mütze drüber gehangen. Und ich komme ins Wohnzimmer, ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, da sitzt eine Katze drauf. Wie hat die den Schwanz da hängen? Ich so, Alter, mach die Katze denn da oben? Und da fiel mir auf, ich habe gar keine Katze. Aber geil, ey. Aber ich würde gerne. Die ist richtig geil, die Brille. Ich würde gerne. Ich habe die auch nie aufgesetzt, ne? Weil ich habe die direkt verpacken lassen. Das Problem ist, dass ich so einen riesen Zinken habe, aber das geht. Also der stößt schon so ein bisschen an. Aber es geht. Vielleicht können wir da ja noch was wegraspeln. Nein, das muss genauso aussehen. Das muss genauso aussehen. Tatsächlich hast du ja schon Zinkenabdruck. Ja, egal. Wie hast du die mir? Ich habe da auch eine große Nase. Ja, man stößt so ein bisschen vor. Nee, bei mir nicht. Okay. Wir sollten. Wie geil, voll das Visier. Auch als Bauforum 24 Vision Pro ist das übrigens. Ja. Ja, wir müssen mal irgendwie, weiß ich, bei 3M oder Uvex fragen. Die sollen uns ein Ding als Merch machen, oder? Ja, ja. So als Schutzbrille? Wahrscheinlich ist das da nicht zugelassen. Nein, aber nein.
Ja, das, wir lassen das dann zu. Ja, wie geil. Oder vielleicht funktioniert also eine Zulassung im Mehrheitsprinzip. Mhm. Wir machen einfach eine Umfrage, ob ihr das für zulässig haltet. Genau. Und dann, gibt's und dann halt machen wir eine Petition. Man kann über alles eine Petition mittlerweile machen. Ja. Ja. Dann machen wir eine Petition. Genau. Und dann ist das Ding durch. Oh, wie geil diese Brille ist, ey. Ich würde aber auch gerne mal, dass du mal mit dem Zug oder so nach und Münster reinfährst. Und dann nimmst du die halt. Dann setz ich die auf. Du setzt sie mal einfach auf. Und dann musst du ja so eine Knopfkamera haben, gucken, wie die Leute reagieren. Ne? Nein, du musst einfach, das geht doch heutzutage viel einfacher. Du guckst halt, wenn du in deinem Handy. Ach ja, hast die Kamera. Und dann hast du aber die Kamera dabei laufen. Machst du das mal? Ich überlege mir das noch, okay? Mach das mal und dann blenden wir das demnächst im Streamer ein. Die Reaktion. Ja. Und dann gehst du durch Münster, dann machst du aber noch den Helm. Ja, den Helm, auf. Ja. Oh, geil, ey. Und dann einfach so eine Handwerkertasche. Ja. Hier, das ist doch hier. Perfekt. Hier, so eine, hier. Ja. Und dann gehst du in irgendein Foyer und sagst, ja. Ich soll hier was reparieren. Was denn jetzt? Wollt ihr nicht mal was verlosen? Ja, warte, ich bringe meine Tasche weg. Ich muss die Brille absetzen, sonst sehe ich da nicht so gut. Die ist aber von innen auch nicht so richtig entspiegelt, ne? Oh, okay. Was eine schöne Brille. Boah, ich habe so einen Arsch voll Arbeit, ne? Ja. Und jetzt. Und wir sitzen hier, oder wir stehen hier. Und machen nur Blödsinn. Ja. Aber besser als Blödsinn. Hier, nimm. Ja. Ist aus Las Vegas übrigens. Ja. Das müssen wir mal eben mal nehmen. Natürlich. Das ist das wahrscheinlich auch normal, oder? Nee. Die waren da, also ich habe die da ein paar Mal gesehen, aber es war jetzt nicht so der. Ich glaube, das kommt noch. Der Trend, der entwickelt sich gerade. Wenn eine Blume Knospe kriegt, wie nennt man das denn? Die Knospet? Das sind die Fragen, das führt sich zu nichts. Gestellt. Nee. So, dann verlosen wir weiter, komm. Das ist übrigens die Brille, die ISO BF24. Ja. Ja. Ist das die HZ Vision Plus? So kann man auch zur Rammstein Afterwork Party gehen. Alter, jetzt ist aber gut. Zur so. Rammstein After Party. Mit der Brille auf jeden Fall. Mhm. So. Passt Parkstag auch in den Halter? Ja, passt. Hatten wir. Ich glaube, guckt mal in den Shop, ob es da drin steht. Ich glaube, ich habe es reingeschrieben. Ich glaube auch, dass alles drin steht, ja. Aber vielleicht sollten wir nochmal ein Video machen da, wo wir das nochmal zeigen und vielleicht nochmal einzelne, was weiß ich. Du kannst ja heute so viel machen. Ne? So. Werkzeug-News 250, 10 smarte Werkzeuge haben wir verlost. Ein Vera Toolcheck Plus an Erik Klärz. Und da steht Erik Schmitz. Hä? YouTube ist manchmal so ein bisschen eigenartig. Erik Schmitz, sagt mir was, das Gesicht. Ja. Ich glaube, den habe ich auf einer Messe getroffen. Okay. Ja. Ich habe ja auch schon Namen gelesen, was hier noch kommt, die immer kommentieren. Also es lohnt sich tatsächlich. Ja. Kommt aber noch. So. Genau. Und bitte tut uns den Gefallen, haut mal wieder ein paar Top 3 Zuschauerwerkzeuge raus. Wir mögen das Format ja sehr, aber es ist wirklich ein Community-Format. Mhm. Deswegen, wir sind da auf euch angewiesen. Aber eins könnten wir schon fast wieder. Ja. Eins ist ja. Gerade so eben, wird schon eng, aber da könnte fehlt eigentlich auch noch einer jetzt. Ja. So, Live 35, Bosch versus Milwaukee. Da hatten wir hier den ganzen Tisch voll, 12 Volt mäßig. Genau, das war live. Haben sich die Leute teilweise beschwert, dass wir zu wenig auf die Sachen eingegangen sind. Aber klar, so ist es halt live, ihr kennt das. Ja. Es ist immer ein Aufhänger, aber live ist ja jetzt Livestream. Ja. So wie jetzt. Mit auch immer noch, es wird immer so bleiben mit Essen. Ja. Mit Essgeräuschen. Ja, das wird weil es geht einfach nicht anders. Egal wie oft sich wir können da noch nicht, wir können nicht vorher essen. Wir haben echt die Zeit nicht. Ja. Obwohl ja, Thomas Gottschalk hat ja bei Wetten, dass oder Markus Lanz, die haben ja auch nicht. Doch, die haben auch Gummibärchen. Gummibärchen, immer. Ja. So, was haben wir denn? Bosch versus Milwaukee. Da haben wir ein 12 Volt 35 15 ja. Bosch verlost. In der Sporttasche wieder. Ja. Aber wir haben keine Sporttasche. Werte. Ich habe den jetzt einfach so da hingelegt, weil wir haben das nicht mehr da, das ist tatsächlich. Der ist alle verlost. Ja. Ja. So, hat gewonnen. Helmut Bessler, 24,52. Haben wir nicht so ein Meme? So ein Applaus-Meme oder so? Funktionieren alle nicht. Warum funktionieren die nicht? Die sind voll. Die sind immer die ganze Zeit so. Versuch mal. Nee, nicht. Dann stürzt was ab oder so. Ja. So. So, weitermachen, wo wir gerade mal dabei sind. Mhm.
Vera versus Hatzit. Werkzeug News 251, das war der Bruchtest, kann das? Genau, das war der Bruchtest der kleinen Ratschen hier. Deswegen, ich hatte auch echt Probleme, einen kompletten Smartholder zu finden. Ja, hier seht ihr auch mal, ne, was hier Blut, Schweiß und echte Tränen. Ja, weil da fehlt also, immer die Knarre und die 13er Nuss. Genau, deswegen nichts gut. Das war Bruchtest, ja. Jetzt ist die Frage, ne? Ich habe diese, ich meine, wir können auch bei HZ anrufen, aber vielleicht guckt jemand von HZ und weiß, ob es diese Knarren einzeln gibt. Ich habe die auch nur mit diesem Griff gefunden. Genau, immer, ne? Ja. Weil da bräuchten wir zwei und dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Ja. Da könnten wir die vielleicht auch noch verlosen. Ja, also, da haben wir verlost. Ein Toolcheck Plus geht an Felix Kuhn 1271. Also mit der Vera Toolcheck-Knarre kannst du tatsächlich, wenn du geringe Drehmomente hast, auf deinen Radschrauben Radschrauben anziehen. Auf deinem Radschrauben Radschrauben? Auf den Radschrauben Radschrauben, genau. Ja, tatsächlich. Oder hier bei der BMW. Ich glaube, das sind 60 Newtonmeter für die Radschrauben. Ja, das funktioniert, ja. So, weiter? Weiter oder wollen wir? Ja, komm, wir sind gerade so gut drin, ne? Werkzeug News 252. Die Hammer C3 Kombimaschine. Die wir hier hatten. Schönes Gerät. Mhm. Haben wir verlost eine Bosch Professional Tischkreissäge GTS 635-216. Mhm. Ich habe die jetzt nicht hier vorgeholt, die steht da, weil dann wäre der Tisch voll gewesen wieder. Ja. Auf jeden Fall gibt es die zu gewinnen. Und das ist die mit Akku, ne? Ja, ja, klar. Ja, aber ohne Akku, also ohne Set. Genau, und gewonnen hat die der Marco Jäger 1308. Und Abholung. Du bist der Chef. Tischkreissäge mit Abholung. Ja, das wäre super, ne? Ja. Weil die kriegst du auch verpackt. Ah, das wird schon echt schwierig bei der. Ja, ne? Ja. Ja. Mal weiter. Ja, so, weiter geht's. EcoFlow Smart Generator hast du vorgestellt. Mhm. Und da haben wir hier eine River 2 verlost. Eine Powerwing, genau. Genau. Die geht an, jetzt kommt's, Jana Meyer. Oh. Das ist mal sehr. Das ist äußerst selten, dass wir mal so einen weiblichen Namen hier irgendwas verlosen, ne? Ja. Vielleicht war der Kollege dann noch mit dem Account seiner Freundin oder Frau. Das wäre ein Skandal. Das wäre ein Skandal. Ja. Nein, aber tatsächlich ist ja, glaube ich, unser Verhältnis, zumindest laut Statistiken, ja. Männchen zu Weibchen oder divers. 90 zu 2. Ja, 98,6% männlich. Also. Ja gut, aber ich gucke mir jetzt auch nicht an, irgendwie ein Video, wo man Makramees knüpft oder sowas. Weißt du, das gucke ich mir als Mann ja auch nicht an. Es ist immer noch die Frage, ja. Ne, was macht die Gesellschaft? Ja. Ja, wie beeinflusst die Gesellschaft? Mhm. Aber überleg mal, wenn du eine Tochter hast oder so, geh mal hin und versuch die mal zu engagieren irgendwie auf Technik oder so. Mhm. Das ist meistens auch wenig Gegenliebe. So. Was guckst du gerade? Ich gucke mal gerade in den Chat. Wann kommt eure Männerküche von Sonic? Konfiguration schon geklärt. Oh, das ist aber einer sehr weit weg vom aktuellen Thema hier. Ja, ja, die Konfiguration. Wir haben, es ist ja Zeitblase. Wir haben ja den Besuch im Küchenstudio, haben wir ja gedreht. Mhm. Und im Laufe dieses Termins haben wir dann ja die Konfiguration geklärt. Dann ist das geliefert worden. Ja. Und dann hat sich ergeben, dass wir dann beim Aufbau auch noch mal ein bisschen was geändert haben. Das heißt, da warte ich jetzt noch auf so ein Schrankelement und ja. Aber sonst steht die ja irgendwo, ja. Ne? Ich meine, die ist jetzt auch schon teilweise eingeräumt. Teilweise, ja. Wobei ich immer noch so ein bisschen gerade bin, okay, du hast irgendwas, du willst es wegräumen, du weißt noch nicht, wo räumst du es hin. Ja, erstmal ist ja noch nicht final, ne? Weil wir müssen das dann irgendwann auch mal bezeichnen, wo was drin ist. Ja, aber man hat da dann so ein bisschen, also ich habe dann so ein bisschen die Befürchtung, ich lege das irgendwo in Schublade, das ist jetzt provisorisch. Und nichts hält bekanntermaßen so lange wie ein Provisorium. So wie diese Lampe an der Decke zum Beispiel, so mit zwei Drähten einfach nur eine Fassung, die das am Auszug immer noch da hängt, weil die da ja immer Licht gemacht hat. Ne? Ja. Aber Nikolas, wenn dich das interessiert, immer mal Insta gucken, weil da gibt es Storys und da sieht man die auch schon mal, wie die jetzt aussieht. Ne? Genau. Und so. Ich erinnere, früher zu Hause, da kriegten wir neue Türen. Die Türen waren schweineteuer, alles massiv Holz, Eiche, was weiß ich. Und dann waren da keine Türklinken drin.
Und dann war ich mit meinem Vater einkaufen, da war ich noch so, und da waren wir in Osnabrück bei Ratio. Okay. In, hieß das noch Ratio in Hellern, Osnabrück-Hellern. Sagt dir das was? Nee, Osnabrück-Hellern sagt mir ja, was. Ja, das ist halt ja. So ein Ding. Und da war irgendwie in der Baumarktabteilung, lagen irgendwie so messingfarbene, geschwungene Türklinken für 5,95 Mark oder die so. Die guten. Die guten, aus dem Blättchen. Ja. Und dann hat er gesagt, ja komm, bevor wir jetzt richtige Drückergarnituren, bauen wir die da eben ein. Die sind immer noch dran. Die sind nach 40 Jahren immer noch da. Ja. Ja, so. Hatten wir, Jana Meyer hatten wir. So, jetzt haben wir Werkzeugnews 253, die geheime Akkuschrauberfunktion. Yo, Alter. Das war ein Skandalvideo. Weil wir es ja eine Zeit lang sogar selbst falsch gemacht haben. Ja, ich habe letztens noch ein Video von dir gesehen, wo du dann auch. So aus dem, ja, bei Kabel ja, 1 sogar. Ja, bei Kabel 1, genau. Wir waren übrigens auf Kabel 1. Ja, mal wieder. Ja. Akkuschrauber-Hex waren wir vertreten. Letzte Woche, das ist auch noch irgendwo in, genau, der... Genau, in der Mediathek könnt ihr das irgendwo sehen, ja. wenn ihr sucht. War sehr lustig. Ich habe quasi nochmal das Best-of, oder was die sich ausgesucht haben aus den Akkuschrauber-Hex, haben wir nochmal nachgedreht, unter anderem die Todessäge. Und zwar der Akkuschrauber mit den drei Cuttermessern als Rasentrimmer. Ja, war auf jeden Fall lustig. Alter, ich habe auch wieder mal was getrunken, eine Kleinigkeit. Und ich habe echt gesagt, Leute, das kann man eigentlich so nicht bringen. Das ist saugefährlich. Aber die fanden es cool. Die fanden es cool. Nee, komm, mach mal und so. Und ich hatte selber Angst. Okay. Weil ich dachte, wenn da ja, jetzt. Ich meine, das ist ja auch gut. Man hat in dem Video ja auch nicht alles gesehen. Sonst ist das ja tatsächlich einmal auseinandergeflogen, das Teil so ein bisschen. Ne? Da ist auch eine Klinge abgeflogen oder sowas. Und wenn du dann halt falsch stehst oder was, ne? Das ist saugefährlich, das darf man nicht machen. Ja, also das war... Aber die fanden das auch lustig, dass ich 2 Liter Weizen wieder getrunken habe mit der Pumpe. Genau, wir haben wieder die Bierpumpe gemacht. Ja. Das war auch sehr schön. Und apropos Bierpumpe, wir sind ja bei Locke auf dem Scholzkopf-Festival. Boah, das wird wieder grandios. Da haben wir eine Bühne und machen ein bisschen... Programm mit euch. So, jetzt überlege ich halt auch, was machen wir da? Da bin ich auf euch angewiesen. Also ja. Natürlich haben wir Ideen, aber es wäre viel geiler, wenn wir zusammen auch so ein bisschen so Party machen. Ja, so ein bisschen Community-mäßig, ne? Ja. Ja, irgendwie. Und da kam uns letzte Woche die Idee, ob wir nicht auch den Bierpumpen-Challenge machen. Ja. Dann ohne Bier. Aber dann habe ich noch gesagt, nee, komm, nicht mit Bier und so. Dann nachher ja, wir nehmen aber doch wieder, wir machen aber wieder alkoholfreies Weizen, oder? Ja, aber dann sieht das ja auch nach Bier aus. Ja, dann sieht dann das denken, halt so aus. Dann denken Leute wieder, wir haben auch eine Männerküche. Natürlich können wir Bier nehmen. Na, ich hatte gedacht, wir nehmen irgendwie eine andere Flüssigkeit, aber dann meintest du brauchst, die schäumt dann nicht. Nee, und du brauchst halt Kohlensäure, damit du diesen Effekt überhaupt hast. Doch, wir müssen Bier nehmen. Ja. Wir nehmen alkoholfreies Weizen. Genau. Ich will hier auch mal was entscheiden, Mann. Ja, doch, das machen wir. Haben wir schon gesagt, ach warte mal, wir schweifen ab, wir haben gerade verlost und wir sind schon wieder komplett weg. Ne? Ja, okay. Also, ja, ja genau, es ging um die geheime Akkuschrauberfunktion. Jetzt haben wir nicht gesagt, wer den Bosch GSR 12V15 in der Kulturtasche gewonnen hat. Regie ist schon völlig entnervt, ey. Denkst du mit dem Finger so auf den Gewinner. Unsere Klimaanlage dann, steht übrigens wieder auf 26 Grad. Was ist da los? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall hat den gewonnen der Schlotter 6505. Der schreibt auch ganz viele Kommentare, habe ich schon ganz oft gelesen. Hat auch 2 Likes bekommen, oder? Hat er? Ja, guck mal, 2 Likes. Gruß, der, siehst du, daran, der sagt, schreibt nämlich immer unten drunter, Gruß der Schlotter. Schreibt er immer drunter. Und das bleibt ja irgendwo dann im Gedächtnis, ne? Mhm. Ja, guck, hat er auch mal was gewonnen. Aber dieser Akkuschrauber-Hack war auch genial. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich... noch von Röhm gehört, die das auch nochmal bestätigt haben, dass das totaler Blödsinn ist. Aber Hersteller haben das in Schulungen teilweise ihren Leuten so beigebracht. Ja, ja. Irgendwie hat sich das da einer... Das ist im Prinzip echt eine Verschwörung gewesen. Es klingt nämlich so irgendwie so logisch und auch unlogisch, aber du denkst, ja, genau. Genau, wenn das einmal klickt, ist das fest, ja. Und das denkst du dir, ja. Es ist ja nicht fest. Okay. Jo. Thema Akkuschrauber noch. Kabel 1 hat, also wir haben 2 oder 3 Sachen gedreht. Ich weiß nicht, wie viele Sachen dann noch kommen. Aber wir haben noch eine Episode, nämlich Essen mit Elektrowerkzeug. War auch schön. Hat auch Spaß gemacht.
das war, da gab es einige wirklich krasse Situationen. Und ich habe dann auch mal gesagt, Leute, das ist echt, wenn die Leute das ernst nehmen, die halten uns ja für total Mischugge und total durchgeknallt. Hm. Oh, wir haben einen neuen Mitglied. Ja. Paula Fritzke. Ja, Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Mitgliedschaft. Herzlich willkommen in unserer Kanalmitgliedschaft. Ja. Übrigens nochmal der Hinweis, Kanalmitgliedschaft, wenn ihr uns supporten wollt, kauft lieber was im Shop. Ja. Da bleibt das, da bleibt die Hälfte auch bei uns hängen, so ungefähr, da ja auch ungefähr, aber dann habt ihr noch tatsächlich was, im Gegenwert. Ja. Aber könnt ihr natürlich machen, wir freuen uns über jeden Support. Support ist kein Mord. Ich bin auch Mitglied. Ja, das finde ich immer ein bisschen komisch, wenn ich das sehe. Dass ich wirklich, dass ich im Monat meine 1,99 bezahle. Ja, du musst natürlich auch sagen, dass das als geldwerter Vorteil dir wieder zurückerstattet wird. Ja, irgendwie schon. Ja, das ist vermögenswirksame Leistung. Ach so. Als VL lassen wir das dann laufen. Drei Dosen und dann ist das wieder abgegolten. Ne? Ja, genau. Ja. Genau, und das wird richtig lustig, aber ich war echt erstaunt, dass das Fernsehen das so mitmacht. Weil wir waren echt sehr, sehr locker drauf. Ja, doch, hat Spaß gemacht. Ja. Nur eins ist nicht drin, elektrische Klobürste. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht, aber das Problem war ja schon im Klo, das realistisch darzustellen mit Nutella oder was haben wir genommen? Ja. Und irgendwelche Flocken. Da war der Redakteur nämlich, der meinten die, ja, lass uns irgendwas nehmen, so irgendwie schmutzig. Dann sage ich, nein, das muss schon nach Kacke aussehen. Und dann war nämlich die Diskussion, dann standen wir unten hier auf dem Klo mit Kamerateam, hier so Schultermühle auf der... Vor allem, weil das auch so groß ist, dieser Raum. Ja, ne? Weil der Raum ist relativ klein und... ist alles. Und dann war echt die Diskussion, nein, wir können auf dem Sender nicht Scheiße zeigen. So, und dann habe ich gesagt, das ist ja nur Nutella. Ja. Nein, das sieht aber aus wie Kacke. Und... Ja. Ja, das ist so wie früher bei dieser Binnenwerbung, Ersatzflüssigkeit in Hellblau oder sowas. Das darf aber auch nicht mehr sein, weil man den Leuten nicht sagen darf, dass es Hellblau ist. Ja? Ja, das ist auch neu jetzt. Ja, das darf nicht mehr sein. Aber Kacke darf man immer noch zeigen, glaube ich. Stell mal vor, Pampers-Werbung wäre einfach so, du würdest, guck mal, die Pampers hält besonders gut, du machst die auf, alles vollgeschissen. Ja, auch schön. Ja, ich wollte noch sagen, Scholzkopf-Festival, wir freuen uns echt riesig drauf. Das wird gut, das wird grandios. Das wird klasse, ich bewundere Locke für den Mut, so ein Ding aufzuziehen, ne? Weil du natürlich auch ein sehr großes Risiko hast. Ich habe zu ihm schon gesagt, also als Gag, Fire Festival Teil 2. Er kannte aber die Doku nicht. Wenn ihr Netflix habt, guckt euch mal Fire. Ich glaube, wenn es das noch gibt, das ist halt so ein krasses Festival, was im Prinzip nach hinten losging. Nein, aber das macht er doch gern nicht. Aber ich bin dann immer neidisch, dass er diese krasse Location da hat. So, jetzt komm. Warte mal, Paula. Danke, wir kennen uns schon. Toni aus 030 hatte mal was fürs Männerzimmer geschickt. Sehen uns nächstes Jahr bei Locke. Die Kanalmitgliedschaft. Fürs Männerzimmer? Mhm. Das wird bestimmt euch aufgeklärt, was es war. Weil wir kriegen ja ständig mal was geschickt. Und das ist halt immer schlecht. Man kann halt auch zum Teil gar nicht alles zeigen, weil es manchmal echt viel wird. Weil da kannst du ja quasi einen Stream oder eine Sendung machen über Sachen, die hier zum Beispiel hier... Oh ja, das genau. Oder hier das. Ja. Hier so ein Fabrikneuen. Guck mal, da haben wir eine Story oder ein Reel drüber gemacht. Ja. Letztens hat wieder ein Zuschauer auf Insta geschrieben oder uns eine Mail von wegen, ja, er hat einen Nachlass, ob wir da was mit anfangen können. Und ich kann dann auch schlecht Nein sagen, weil ich so ein Zeug auch einfach super cool finde. Ja, aber guck mal hier, wie schön, ne? Und hier die Bosch, die ist quasi NOS, New Old Stock. Ja. Also die ist schon irgendwie mal gelaufen, aber die ist sonst echt jungfräulich. Ja. Ich glaube, die müsste so, was haben wir gesagt, 86? Ja, irgendwie sowas, 485, 86, irgendwie so um den Dreh, ja. Ja. Und ist noch hier Made in Switzerland, glaube ich, von Scintilla. Mhm. Und ich finde, so, ich weiß ja nicht, was ihr meint, aber guck mal in der Topcam. Für mich ist das so ein tolles Industriedesign. Das ist echt zeitlos. Ja. Das hat so ein bisschen was auch von diesen alten Braun-Geräten. Mhm. So Braun-Wecker, Braun-Taschenrechner. Mhm. Also eigentlich ist das zeitlos, von der Ergonomie und so. Eigentlich könnten die das aus meiner Sicht heute noch so bringen. Ja. Aber dann hast du ja auch einen Designer,
da muss ja auch mal irgendwie dann eine Auffrischung oder so. Ja, der will ja auch für irgendwas bezahlt werden, ne? Genau. Für Designer. Ja. So. Wir haben uns auch darüber unterhalten, wie einfach und simpel das Ding hier eigentlich ist. Ja. Also das war ja früher so, ne? Aber ja, ist bei uns im Archiv. Wir passen gut drauf auf. Wir haben mittlerweile ja schon so einen Raum, wo so ein Schrein aufgebaut ist, wo dann diese alten Elektrowerkzeuge stehen. Ja. So, Werkzeug News 254. Ja. Da ging es um den Milwaukee FPD3. Ah ja. Ah, das war der neue, der M18, ne? Mhm. Wo wir dann festgestellt haben, dass der schwächer ist als, der soll eigentlich stärker sein als der FPD2, war aber tatsächlich... War ein bisschen schwächer, ja. War sogar schwächer. Ja. Wir hatten eine Anfrage bei Milwaukee laufen, wie das sein kann, aber ich habe bisher keine Antwort. So, da haben wir auf jeden Fall haben wir da einen verlosten Bosch 12V15 ja. In der Sporttasche an Christian Herrmann 6558. Ja, Milwaukee, ja, Einhell. Milwaukee ist eigentlich das perfekte Upgrade, wenn du vorher Einhell hattest, weil da musst du dich nicht umgewöhnen von der Farbe. Von der Farbe her passt das, ne? Ja. So, Werkzeug News 255. Da habe ich getestet den Bosch Go Stabschrauber. Ja. Und habe mich dann erdreistet, dieses Testholz, also den zu verlosen und das Testholz gleich mit. Ja. Und da habe ich schon böse Kommentare geerntet, ob ich das dann selbst verpacken möchte und sowas. Wie verpacken? Ja, weil der Onkel da, der verpackt das ja ab und zu. Ja. Und dann hat er geschimpft und das würde so nicht gehen. Und ich müsste, wie man das denn versenden soll. Und kann ich mich selbst drum kümmern. Ja, ja, hat er gesagt, gab es Beef oder ja, was? Ja, so ganz leicht. Guck mal, da sind schon für 10 Euro Schrauben drin noch. Ja. Ja. Und das Holz kostet ja auch was, ne? Stimmt. Ja. Obwohl Holz ist ja wieder ein bisschen billiger geworden. Mhm. Aber da stand auch unter einigen Kommentaren drunter, dass das signiert in der Werkstatt hängen soll und sowas dann von uns. Ja, wir können das gerne signieren. Also soll er das mal sagen, der Gewinner? Also generell was auch, ne? Jetzt kommen ab und zu mal Fragen, ja, ob wir aus dem Shop was signieren oder so. Ja. Klar, schreibt ja da eine Mail dazu oder dann kümmern die sich hier. Ja. So, auf jeden Fall hat das gewonnen, der Perdu 1430. Bist du mit dem Perdu? Ja. Viele Grüße. Ich liebe das ja auch, die Kommentare zu lesen. Ne? Ja. Ja, aber jetzt nicht. Wir sind ja jetzt hier aktiv. Okay, dann haben wir den schon mal verlost. So, next. So, Echo Flow Blade Rasenroboter. Jo. Da hast du auch wieder verlost. Echo Flow River 2. Ja, Rasenroboter. Gab es auch lustige Kommentare, was wir uns erdreisten, auf einmal einen Rasenmäherroboter. Wie gesagt, wir haben eine Kooperation mit Ecoflow, die geht auch ein bisschen länger, da kommt noch ein bisschen was. Ja. Und mir macht das aber Spaß. Und wir beschäftigen uns auch mit dem Thema. Das ist dann manchmal das Problem, dass man denkt, okay, du kannst mal eben so ein Video raushusten. Aber gerade mit dem Rasenmäherroboter... Das war ganz schön viel Arbeit. Das war ganz schön viel Arbeit. Weil wir bekommen dann tatsächlich ja die Geräte auch in so einem Prototypenstatus. Und gerade bei Ecoflow, man könnte auch sagen Bananaware, reift beim Kunden. Allerdings mit Firmware-Upgrade so ist ja heute üblich. Nur wir bekommen diese Produkte, wenn die noch weit vor dem Handel, also im Handel sind. Und dann ist das Problem, dann konnten wir mit dem Ding, also wir mussten Firmware-Upgrades machen, konnten aber nicht mit der normalen App, weil es gab es ja noch gar nicht. Du kannst auch nicht dann mal irgendwo dich damit befassen und recherchieren im Internet. Geht ja nicht. Weil das ist der Erste, der den hat, ne? Ja, du findest überhaupt keine Info. Ja. Ne? Und dann habe ich mich zum Beispiel auch mit dieser ganzen RTK, mit dem GPS und so weiter befasst. Und dann kriegst du Kommentare von wegen, ja, scheiß Werbung. Da und da habe ich ein Video gesehen, ja, wo das ehrlich bewertet wird. Und dann guckst du das Video an und dann siehst du teilweise Sachen, wo es falsch benutzt wurde. Oder bei dem Blade gab es 2 Videos, da war das Ding schweinelaut. Und wir haben uns gedacht, das kann doch nicht. Und das war dann auch so, wo die Leute schreiben, ah, das ist so ein Scheiß, das Ding ist viel zu laut, im Leben nicht, so ein Schrott. Und danke für die Aufklärung, hast mich vor dem Fehlkauf bewahrt. Und dann haben wir uns überlegt, weil
Also das hörst du eigentlich nicht großartig, das Ding. Nee, nee. Und dann war sehr wahrscheinlich, dass da ein Kompressor in dem Videoschnittprogramm draufgelegt wurde. Und ein Kompressor macht ja was, dass er das im Prinzip so angleicht und laute Geräusche werden so, ne? Also komprimiert die Dynamik und leise Geräusche werden laut. So, das Ding klang ja wie eine Kettensäge. So, und das finde ich dann lustig. Oder auch bei der Klimaanlage gab es auch Videos, wo die das Ding falsch benutzt haben, ohne Abluftschlauch und so weiter. Und das finde ich dann interessant. Es heißt ja nicht, dass wir vielleicht auch nicht was falsch machen, aber ich habe so eine, ich habe oft den Eindruck, dass ihr guckt Videos oder verschiedene Tests und dann gibt es einen, der sagt, das ist schlecht. Oder der hat, so, und schon ist das der ehrliche Test. Naja. So, und da war es zum Beispiel bei uns, wir haben gesagt, okay, wir haben das auf unserem Rasen hier und das ist halt nicht irgendwie so mit 70% Steigung und Löchern und was weiß ich. Ja gut, du musst ja auch nehmen, was du hast. Du kannst ja nicht jetzt auf irgendein Grundstück gehen, weil es jetzt größer ist und das da testen. Genau. Und dann es gab jetzt auch einen, der hat das auch auf seinem grünen Golfrasen getestet. Natürlich sieht der schön aus, aber hatten wir nun mal nicht. Genau. Ja, und es gibt, gibt einen Kollegen, der hat irgendwie so ein heftiges Grundstück mit echt 70% Steigung und dann auch so Löchern hier, so Maulus senken oder sowas, was man halt dann so auf so einem Rasen hat. Und da performt das Ding halt nicht. So, und das musst du natürlich vorher auch überlegen. Aber deshalb ist das Ding ja nicht scheiße, sondern du musst ja auch selber ein bisschen mündig sein. Genau wie hier jetzt Balkonkraftwerke. Ja, ja, alles scheiße und so weiter. Ja, das kommt ja auf dein eigenes Setting an. Naja, klar. So, das nur als... Ich weiß jetzt übrigens, was wir geschickt gekriegt haben für das Herrenzimmer. Eine Flasche Dimpel in der Holzkiste, ein alter Dolch und sowas. Ah, ja. Ja. Aber uns wird verziehen, weil es schon eine Weile her ist. Ja, das ist, wenn du hier pro Woche so ein Paket kriegst oder was? Ja, machen dann, wir auch drei. Ja, und dann, das, ihr gebt euch dann immer Mühe und wir lesen das und so und freuen uns auch. Aber wir haben immer ein schlechtes Gewissen anschließend. Wir hatten letztens aus der Schweiz ein Paket, das war schön, da war so Schokolade drin, das war super. Ja, da habe ich aber auch nicht so viel von gesehen. Da hast du nicht viel von gesehen, ne? Da warst du auch zur Zeit gar nicht da und dann lag das da und dann haben wir geguckt, dann haben wir getestet und dann habe ich hier noch... Getestet? Ja, dann habe ich hier noch eine Story von gemacht und dann war das auch, irgendwie war es dann leer, ne? Ja. Ja. Und letztens haben wir noch von den Wurzener, hier Wurzener Flips. Oh ja, super, ey. Da hat uns der Hersteller einen Karton geschickt. Er hätte gesehen, dass wir das Zeug gerne mögen. Und es gäbe das vielleicht irgendwo hier bei Kaufland oder so, ich weiß es nicht. So, komm, mach. So. Ich muss doch noch echt was machen. Ja. So, der Roboter haben wir. Ach nee, wir haben noch nicht gesagt, was da verlost. Der Fabio Onofri 7534 hat das jetzt gewonnen. Die River 2 von Ecoflow. Perfekt. So, dann haben wir den. Dann kann ich den schon mal durchstreichen. Dann haben wir gehabt, Ecoflow Glacier Kühlbox. Mhm. Das war auch so ein aufwendiger Test. Da bin ich hier am Wochenende noch hingefahren und geguckt und zu Hause mit der App und so. Ja. Und da hast du auch wieder gesehen, dass es noch ein Prototypenstatus war. Weil ich hatte jetzt ja am Wochenende zu Hause gehabt und die läuft jetzt komplett anders. Weil ich habe jetzt die ganzen Updates zu Hause auf einmal ziehen können und jetzt, wir hatten ja auch das Problem, die hat die Temperatur hoch und runter geregelt. Immer minus 10, plus 5, also wie du es eingestellt hast. Genau, wenn die gekühlt hat, die Hysterese hat, hat die immer angezeigt. Jetzt zeigt die Temperatur an, die da drin ist und das passt jetzt auch. Ne? Also das haben die tatsächlich angeglichen, wo wir dachten, ja, das ist ja jetzt doof, ne? Wo wir extra noch Thermometer gekauft haben und zum Reinhängen, das funktioniert jetzt 100%ig. Genau, ja, das war auch so ein Beispiel. Also da waren wir tagelang am Testen und dann siehst du teilweise so Videos. Ja. Klar, Ecoflow macht das aus meiner Meinung, gehen die schon mal den richtigen Weg. Die machen natürlich intensives Social Media Marketing mit vielen Influencern, mit vielen YouTubern, auch vielen kleineren. Aber dann siehst du einfach nur so ein Walkaround oder so ein Unboxing und so. Ja. Dann denke ich immer, also das wäre jetzt für mich auch Zeitverschwendung. Ne? Ja, ja, klar. Und das ist also nicht unser Anspruch. Aber wenn so ein Test dann, was weiß ich, wenn wir da irgendwie 3-4 Tage mit so einem Test beschäftigt sind, dann kann auch mal sein, dass wir dann in der Woche nur ein Video schaffen oder so. Aber, ja, weil dann, steht hier der Testaufbau und dann stehen hier drei Kameras, die das dann auch, so wie letztens, da liefen mir 2 Tage die Kameras durch, dann kannst du ja auch nicht viel machen. Ja, oder woanders hinstellen. Ja, aber das sieht ja auch schön aus für das Video. Das ist ja so der Anspruch, weil dann hast du im Hintergrund schön die Werkstatt. Du siehst, dass hier was passiert. Ich finde das immer toll. Nicht irgendwo in eine Ecke stellen und ja, so. Ja, deshalb haben wir auch noch eine Küche. Ja, aber jetzt ja. Die wird ja auch noch benutzt. Ja. Auf jeden Fall haben wir da verlost. Vera Toolcheck Plus an Lorenz Wende 661. So ein Toolcheck. Ein Toolcheck, geht immer gern. Geht immer gut weg. Ja.
Ja, und die Glacier Kühlbox ist natürlich relativ hochpreisig, aber dann habe ich auch ganz klar gesagt, du kriegst nichts Vergleichbares. Nee. Es gibt nichts Vergleichbares. Und dann kommen wieder, ja, aber die Makita geht auch mit Akku. Ja, die Makita, da kein Eisfüllbereiter. Das Akkusystem, du kannst nicht Solar anschließen und. Also, du kannst natürlich auch billiger. Und nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall eine Flasche drauf ausgeben, wenn man uns trotzdem lieb hat. In dieser Dimpelkiste, ja. Also, weil wir sehen das auf jeden Fall bei Locke. Ja, cool. Das ist schön. So, weiter geht's. Werkzeug News 256, 10 smarte Werkzeuge. Haben wir verlost. Vera Toolcheck Plus an Thorsten W. 7049. Schön MacGyver im Hintergrund passt. Oh, er hat MacGyver. Das hat noch gar keiner gesagt, wer im Hintergrund jetzt ist. Doch, das steht hier im Chat, steht das schon ganz oft. Ja. Okay. Aber, wo war? Ah ja, guckt mal das HBM-Video von gestern und dann guckt mal die Abmoderation in der Männerküche. Da hat keiner drauf reagiert. Stimmt. Ja, und das ist auch, weißt du, das war so eine scheiß Idee irgendwie, weil wir so rumgespackt haben. Ja, ja. Und dann dachte ich, pass auf, das bestimmt wird das irgendwie kommentiert. Ich musste mich auch echt zurückhalten in Holland, weil die Sprache ist einfach so geil. Ja. Wir haben auch echt überlegt, sollen wir das mit reinnehmen oder kann das vielleicht so gewertet werden, als wenn wir uns über die Sprache lustig machen oder lächerlich? Naja, das ist ja, ich finde das aber ist auch irgendwie so eine süße Sprache. Ja. Ne, irgendwie, ja. Man versteht das auch, wenn man da so 2 Stunden ist, versteht man das meiste dann auch irgendwo. Ne? Das ist immer ganz gut. Ja. Und man gefühlt kann ja jeder Holländer irgendwie Deutsch. Ne? Ja. Also immer so, auch wenn wir da im Urlaub sind oder was, also das passt schon irgendwie. Ja. Ich habe ja auch Master Milo getroffen, auch krasse Typen. Da waren auch noch andere YouTuber, aber das hätte den Rahmen dieses Videoformats so ein bisschen gesprengt. Mhm. Hau raus. Ja, so, wir haben noch einen. Einen Preis haben wir doch. Werkzeug News 257, Werkzeug zum Kilopreis. Oh. Das war auch ein schönes Video. Ne? Da haben wir die Bluetti, die EP600 schon oder gab es da keine Verlosung? Da hast du, glaube ich, vergessen. Hast du vergessen. Oh. Da gab es auch Kommentare, wenn du jemanden vergisst, was zu verlosen, dann hast du ja auch Kommentare, dass du das vergessen hast. Also die EP600, ne, das war auch so ein Video, ey, da habe ich wochenlang, also diese ganze Unterverteilung, die ganze Recherche, dann bist du mit dem Hersteller in Kontakt, die sind dann teilweise überfragt, was du da überhaupt wissen willst, mit allen Szenarien und dann planst du das und dann kommt der erste Kommentar, ja André, man sieht ganz klar, du bist kein Elektriker, weil das. Und dann denke ich, nein, das stimmt nicht. Also ich finde es immer gut, aber ich finde es immer erstaunlich, dass jeder dann auch sofort mal raushaut. Guck mal, der Thorsten, der jetzt gerade was gewonnen hat, der ist sogar im Chat. Ach cool. Ja. Ja, dann grüß ihn mal von mir. Ja, Grüße. Grüße, Thorsten. Ich hatte einen Kumpel früher in der Grundschule, der hieß Thorsten. Mein Bruder heißt Thorsten, aber ohne Hö. Also nur so ein kleiner Thorsten. Ah, ich weiß nicht mehr. Ob der Thorsten mit H, aber der ist Hotelier. Ja, dann wahrscheinlich mit H. Ah ja, wegen Hotel. So, Werkzeug zum Kilopreis waren wir. Werkzeug zum Kilopreis. Ey, geiles Video. Und wir haben schon ein neues in petto. Und weil das Format so gut ankam, machen wir daraus 2. Und dann werden wir im Livestream... Also im richtigen Livestream, so abends mal machen, mit Essen. So ein Abends-Livestream, werden wir auch nochmal ein Unboxing machen. Und das hatte ich schon im Mai bestellt, aber es ist futsch. Es ist einfach bei der Post geblieben. Es ist bei der Post verloren gegangen und dann schreibst du halt über, ich habe es über eBay, dann schreibst du über eBay, dann schreibt der Verkäufer, ja, ich recherchiere jetzt mal bei DHL. Ja, nee, nein, du hast das nicht geliefert. Hm. Der Gefahrübergang, wann ist denn der Gefahrübergang? Weiß ich auch nicht mehr. Ja, das Problem ist, wir dachten ja, es ist da. Genau. Und dann das war das aber das Lustige. Ich frage das in die Werkstatt, mach das auf, ist eine Kiste Mate, ne? Ja, genau. Ja, weil das waren die Mystery Boxen. Wir hatten halt mehrere und dann waren wir selber gar nicht mehr so auf Schiene, welche Mystery Box ist. Und irgendwann war das Mysterium dann da, aber es ist immer noch nicht geklärt. Mhm. Also. Aber das war auf jeden Fall ein Video, das hat auch viele Kommentare und sowas gehabt. Und das war echt. Das läuft auch. Ja. Das haben die Leute gerne geguckt, dieses Format irgendwie. Ne? Also wir legen dann nochmal nach mit Markenwerkzeuge. Ja. Mit Gedore. Gedore, dann haben wir... Mystery, das wäre auch geil. Ja, jetzt haben wir Gedore und wir haben wir, ne? Gedore. Mhm. Aber noch nicht ausgepackt. Wer weiß, was da drin ist. So, auf jeden Fall haben wir da verlost. Vera Toolcheck Plus.
an den Joachim Deiler 6515. Deisler. Ah, hier steht Deiler. Ah. Weil YouTube das wahrscheinlich nicht kann. Das war auch interessant, ne? Ein bisschen kontroverse Meinung. Er sagt ja, man hat vieles, was man da nicht braucht. Einer sagte ja, guck mal, diesen Bohrer alleine und dann das noch. Und naja, du hast aber trotzdem ganz viele Sachen dabei gehabt, die man echt nicht braucht. Und dieses Mysterium mit dem KWB-Schleifpapier, was irgendwo nie im Handel gefunden worden ist. Da sagte, glaube ich, noch einer, das könnte natürlich sein, dass das irgendwie mal eine Testserie ist. Es gibt ja zum Beispiel auch Produkte, die man mal in so einen Testmarkt rein macht. Oder ein Hersteller bringt ein Produkt und dann wird es doch eingestellt. Mhm. So. Gibt es eigentlich, ja, wir verlosen ja auch wieder was, ne? Ja, du hast da aber schon was von HBM erzählt, ne? Genau. HBM, da wird es wieder einen Gutschein geben. Boah, jetzt bin ich aber überfragt, weil wir wollten ja auch noch einen Akkuschrauber verlosen. Wie machen wir das denn? Wieso? Wir können noch zwei Sachen. Ah, nee. Ach, das ist mal schlecht, ne? Ne, wieso? Wir ziehen erst den Gutschein. Und dann den Akkuschrauber. Und dann den Akkuschrauber. Also Akkuschrauber verlosen wir schön, ist wie immer unten verlinkt in der Beschreibung. Und Der andere dann kriegt dann noch? Also der zweite Gewinner, der gezogen wird, kriegt einen HBM-Gutschein. Genau. Oder der erste kriegt einen HBM-Gutschein und der zweite den Akkuschrauber. Und jetzt kommt's. Ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hatte den Leuten von HBM dann vorgeschlagen, weil ich echt gedacht habe, du kannst ja echt mal hinfahren, weil es gibt ja nichts Vergleichbares in Deutschland. Die wollen ja auch in Deutschland irgendwo einen Markt aufmachen, glaube ich, nächstes Jahr. Da bin ich dann auch eingeladen und Autogramme zu geben. Wird nur noch an Klarnamen verlost. Nee, ja, das ist ja halt... Du kannst es ja eh nicht als Klarnamen. Aber... ich hatte dann die Idee, dass man hingeht und wir verlosen Gutscheine, was weiß ich, 25 Euro beim Eintausch, wenn du da online, wenn du in den Shop fährst. So nach dem Motto als Spritzulage. Wie nennt man das beim Gaspreis, die Gaspreiszulage und sowas? Ja, habe ich auch auf jeden Fall auch gekriegt. Ja, ja. Ja, die Bremse, genau. Genau, die Spritpreisbremse von HBM. Aber... kam nicht so gut an, was heißt, vielleicht kommt das ja noch, aber die haben gesagt, ja, wir halbieren einfach die Versandkosten. Ja, ist auch schön. Ich glaube, für Bestellungen aus Deutschland. Und das kann natürlich Sinn machen. Tatsächlich, ich habe ja auch wirklich online da bestellt und ich habe dieses Getriebespülgerät, was mich so ein bisschen überrascht hat, es waren ja auch viele von euch, die das cool fanden. Und ich glaube, dieses Getriebespülgerät alleine oder der Kompressor alleine hätte mich 20 Euro Speditionsversand gekostet. Mhm. Ja, dann unterm Strich waren es dann um die 100, aber ich habe ja auch noch andere Sachen. Also das kam eine ganze Palette. Ne? Ja. Ja. Oder zwei Paletten sogar. Ja, und was wollt ihr machen mit dem Hashtag Akkuschrauberhalterung? Ja, das klingt gut. Das ist ja kompakt und leicht zu merken. Hashtag Akkuschrauberhalterung sollt ihr mal schreiben. Eure Meinung zur Akkuschrauberhalterung? Sowieso und uns mal Ideen liefern, was wir auf dem Scholzkopf-Festival machen können, genau. Auf der Bühne. Live-Programm. 4 Tage. Ja. Alter, danach bin ich aber durch. Wahrscheinlich schon. Müssen wir noch einen Tag länger da stehen bleiben dann. Erstmal ausschlafen. Ja, aber ich freue mich und das wird auf jeden Fall eine richtig geile Nummer. Ja. Vielleicht kommt der locker auch. Vielleicht kommt der ja auch. Vielleicht kommt der bis dahin auch nochmal hierher. Hä? Vielleicht kommt er bis dahin auch noch mal hierher. Ja, hat schon gefragt, wann wir wieder was hier machen sollen. Ja, können wir doch machen. Der wohnt halt weit weg. Das heißt, das Programm muss schon 4 Tage gehen. Ja, ja, der wohnt echt weit weg. Und vor allem, wenn du von der Autobahn fährst, dann... Nochmal 2 Stunden? nee, nicht ganz so weit. Nee. Aber das kommt dir gefühlt wie 5 Stunden vor, da über Land da. Ne? Das aber ist ich habe Locke irgendwie schon so gesagt, er soll mal so wie in den USA, da gibt es ja auch so Farmen irgendwo im Middle of Nowhere und die haben so einen Airstrip hinter der Farm. Mhm. Locke, wenn du das hörst, mach einfach nochmal, denk nochmal drüber nach. So ein Airstrip, und dann kommen wir mit dem Flieger. Zack, reingeflogen. Gerade wenn er dann. Komm mit dem BF-24-Flieger, kommen wir dann, ne? Genau. Ja. Alles klar, dann haben wir noch denk was. Denk an die Sachen im Shop. Genau. Wir haben 20%, 20% auf Shirts. Alles, was mit Shirts zu tun hat. Diese Woche, ne? Und bis Sonntag 23.59 mit dem Rabattcode, Rabattcode. Das klingt so geil, ne? Steht auch in der Beschreibung, ne? Ja, genau. In diesem Sinne, macht's gut und ich weiß nicht, ob wir uns Mittwoch sehen, aber Sonntag werden wir uns sehen. In diesem Sinne. Alles klar. Tschüss. Tschüss.